Fullscreen. So, dann müsste man mich jetzt sehen und auch hören. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Für euch nochmal zum Thema Klausur. Die ist noch nicht fertig. Also die mache ich eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr fertig. Das heißt, so Fragen, was kommt dran, ist schwierig, weil das weiß ich selber noch nicht. Aber ich weiß, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. In der Vergangenheit gibt es so ein paar ehemalige Prüfungen, die werde ich euch zeigen. Da werdet ihr auch sehen, dass so vielleicht unterschiedlichste Fragestellungen auch häufiger mal vorgekommen sind in der Vergangenheit. Irgendwann ist die Halbwertszeit eben überdrüssig, dann kommen die vielleicht nicht mehr vor und wir sprechen über andere Dinge. Geht gerne auch nochmal in euch, was wir zu einigen Themengebieten hier vor Ort auch für Diskussionen hatten. Positiv natürlich, tolle Diskussionen geführt. Da kamen aber auch viele Sachen einfach so mal auf den Tisch, über die man mal nachdenken hat müssen, über die man vielleicht auch mal eine Aussage jemanden entlocken musste. Und da kann man natürlich auch gute Prüfungsfragen ausgestalten. Also die Sachen sind auf YouTube ja verfügbar. Da mal durch iterieren, vielleicht sich nochmal, muss das nicht vollständig machen, selbstredend. Aber wenn man da irgendwelche Punkte hat, wo man sagt, naja, das weiß ich jetzt irgendwie nicht mehr so aus dem Stegreif, ist ja alles da. Könnt ihr ja entsprechend dann noch verwenden. Gut, dann würde ich vorschlagen, gucken wir mal in den heutigen Film hinein. Und den werde ich nicht stiefmütterlich behandeln, sondern da werden wir mal ein bisschen expliziter werden heute. Nämlich mit so auch Geschichten, die mit dem Fach Recht zu tun haben. Kennt jemand von euch das Wiener Übereinkommen? Nicht gehört? Ist gut. Das ist ein ganz tolles Ding, werden wir uns gleich auch nochmal angucken. Bei Gesetzestexten neige ich dazu, die in Deutsch zu formulieren, in den Foliensätzen, weil die müssen irgendwie treffend sein. Ne? Also nicht erschrecken, wenn irgendwann mal die Sprache hier in der Vorlesung auch an der Tafel irgendwie von Englisch auf Deutsch switcht. Das hat einfach den charmanten Vorteil, dass gerade das Wiener Übereinkommen, ne? Österreich, Deutschland, Schweiz, also die Dachstaaten haben sich da irgendwann mal zusammengetan und drüber philosophiert. Das liest sich einfach deutlich angenehmer oder auch leichter im Deutschen, als wenn man das einfach statisch übersetzen würde. Bevor wir auf die nächste Folie gehen, noch mal kurz das Bildchen hier. Das ist natürlich eine Illustration, wo man vielleicht irgendwann mal hin möchte. Wir hatten das ja mehrfach gemeinsam auch diskutiert, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, ob das erstrebenswert ist oder. Ich denke, da hat jeder so auch seine eigene Idee. Nur, wenn wir uns irgendwann mal als Entwickler sehen, irgendwann tatsächlich solche Konzepte auch entwickeln und in den Betrieb nehmen müssen, müssen wir natürlich uns über viele Sachen im Klaren sein. Wir sehen da Kaffeetassen, die können natürlich umkippen. Das ist ungünstig für Leder- und Stoffsitze. Das ist noch viel ungünstiger für die Knie, falls das extrem heißer Kaffee ist. Das Gleiche gilt mit Sekt, Shampoos, allen möglichen anderen Substanzen natürlich auch. Aber was im Vordergrund steht, ist immer irgendwo Komfort. Hier haben wir die Sitze, die sich umdrehen lassen. Das ist per se kein neues Konzept. Kauft euch einen Camper, da ist das Standard. Geht halt nur nicht während der Fahrt. Und das Thema Komfort ist vor allem für viele dann so die tragende Instanz. Denn das Technologische dahinter, das verstehen und verinnerlichen tatsächlich die wenigsten. Die kaufen sich so ein Auto, um die Funktionalitäten zu nutzen, die Mobilität wahrzunehmen und weniger, um im bisschen kleinsten Detail irgendwo die Funktionsaufrufe da drin verstehen zu können. Was man dort auch sieht, ist ein interessantes Konzept, dass nämlich das Lenkrad hier im autonomen Modus in die Mitte fährt. Das ist also gelagert auf dem Dashboard. Das heißt, wenn sich der Fahrer dazu entschließt, zu sagen, nö, ich will nicht mehr fahren, dann kann er den Sitz umdrehen und das Lenkrad fährt mehr oder weniger in die Mittelposition. Wer ein Stück weit Ahnung von Physik hat, weiß, dass das möglicherweise nicht gut geht im Betrieb, weil dann sowas wie Knie und Beine und Ähnliches im Weg sind, aber es sieht in so einer Illustration natürlich irre schön aus. Also glaubt nicht alles, was ihr seht, nehmt die Dinge kritisch entgegen und beäugt es auch mal von der Usability. Wir haben ja auch diesen kleinen süßen Folienfilm gesehen, wo dieses Konzept von Volkswagen und von Audi illustriert worden ist, wo das Lenkrad wegfährt etc. Das sind auch heute schon wieder Commercials im Umgang mit dem e-tron, wo man das sieht, dass das Lenkrad eben auch vorm Schirm irgendwie wegfährt. Das sind alles Bestandteile für Stufe 4 und Stufe 5 im Bereich des automatisierten Fahrens. Jetzt haben wir da nicht intensiv drüber gesprochen, aber ich halte es für wichtig, diese SAE-Stufen auch irgendwo in eine Relation zu bringen. Könnte klausurrelevant sein. Was haltet ihr denn von so einem
Fahrzeug, wo ich den Befehl erteilen kann, nicht mehr selber lenken zu müssen und das Lenkrad aber auch nicht loslassen zu dürfen. Ist das Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5? Da so eine Meinung? Vielleicht? Du schreibst gerade mit, das Transkript für die Prüfung. Ja, das kriegst du nachher nochmal zusammengefasst, keine Sorge. Wir haben da unterschiedliche Stufen und bis dato war ja der Tesla Autopilot immer so die Speerspitze, weil da jetzt ist ja hier autonomes Fahren. De facto ist der Autopilot Stufe 2. Ich darf nicht auf die Rücksitzbank, ich darf nicht einschlafen, ich muss meine Hände in der Reichweite des Lenkrads haben, bestenfalls sogar dieses Umschließen. Gehe ich in die nächste Stufe, kann ich theoretisch etwas wegdösen, aber auch nicht auf die Rücksitzbank und auch nicht irgendwelche anderen fiesen Sachen machen. Dann ist das die Stufe 3 und das ist der de facto Standard, den wir heute in der Industrie tatsächlich haben. Stufe 4, so wie Mercedes-Benz das momentan propagiert, ist es nur Stufe 3, genau. Genau. Das ist ein schöner Marketing-Gag, da haben die Mercedes-Janer auch einfach Bild-Zeitung etc. Macht doch ruhig, sagt, das ist Stufe 4. Dann glaubt das vielleicht auch irgendwie jeder und es klingt ja auch irgendwo sehr erhaltsam, aber de facto ist es Stufe 3. Also auch dort immer kritisch beäugen. Es ist egal, welche Quelle ihr verwendet für die SAE-Stufen. Mal ist es eine Bebilderung, wo man sieht, dass man sich abschnallen kann, Lenkrad nicht mehr festhalten muss etc. Guckt euch das entsprechend an. Wir haben auch gleich im Folienfilm nochmal eine Kategorisierung dazu, aber bekommt dann Gespür für. Und die Speerspitze heute ist Stufe 3. Stufe 4 ist wirklich, ich brauche nichts mehr machen. Ich kann mich tatsächlich schlafen legen. Und Stufe 5 hat ja noch nicht mal mehr die Vorsehung für irgendeine Art von Lenkrad, Pedalerie oder ähnliches. Da ist es dann wirklich ein Fahrzeug, das die Mobilität nur zur Verfügung stellt, wenn ich bereit bin, komplett auf das Fahren, also Selbstfahren, zu verzichten. Ne? Die unterschiedlichen Stufen, über die haben wir ja gesprochen gehabt, ein assistiertes Fahren, Cruise Control, ABS, Braking, all solche Dinge. Es gibt dann so semi-automatisiertes Fahren, mit dem man sich ja lange Zeit auch ganz gut begnügen hat können. Und naja, das Sensieren des Environments, das Navigieren und eben das Ganze auch ohne menschlichen Eingang, also Input besser gesagt, das ist natürlich die Speerspitze, das ist das, wo man irgendwann hin möchte. Aber da ist auch wieder, wenn man sich mit einem Rechtler auseinandersetzt, was ist der menschliche Input? Ist es das Fahren oder ist ein menschlicher Input auch dem Fahrzeug zu sagen, wo man hin möchte? Oder ist es auch ein menschlicher Input zu sagen, mach mal ein bisschen langsamer, mir wird schlecht? Oder. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Fragen zu klären, von denen es 2022 auch noch nicht jede einzelne eine Beantwortung findet. Wikipedia hat dann eine eigene Meinung zu. Für so eine Vorlesung ist schön, wenn in Seminaren, Masterprojekten etc. einer von euch die Quelle Wikipedia angibt, dann gibt es Haue. Aber das ist, glaube ich, jedem mittlerweile ja auch klar. Das heißt, theoretisch kann da jeder auch die Texte ändern und irgendwelchen Bullshit eintragen. Glücklicherweise wird das von vielen überprüft vorher, aber nichtsdestotrotz, es dient halt als wissenschaftliche Quelle nur so tertiär. Aber dieses 1, 2, 3, 4, 5, was da ja zum Beispiel steht, leitet euch auf das Ende des Artikels und dort sind meistens irgendwelche Publikationen, Bücher etc. Und die dürft ihr selbstverständlich dann noch als Quelle zu Rate ziehen. Ne? Gut, da ist immer die Frage oder die Aussage, dass das Ganze irgendwie mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt. Was ist für euch denn künstliche Intelligenz? System kann also spontan auftretende Sachen sehr entscheiden, die es vorher nicht angelernt, genauso angelernt gekriegt hat. Mhm. Also ein Algorithmus, der eigenständig auf eine Situation reagieren kann, und dass man genau gesagt hat, mach das jetzt, wenn das eintritt. Also so zum Beispiel, ich lerne den Algorithmus an, dass er Bälle erkennt und wenn Bälle auf die Straße rollen, dass er anhält. Genau. Und plötzlich werfe ich ein Kind auf die Straße. Bedingt bounce das auch, aber nicht so wirklich. Und dann soll er trotzdem erkennen, ich kenne mich mit Bällen aus, aber es ist so ähnlich und ich halte trotzdem an. Okay. Für viele ist dann Machine Learning so das Ding, wo man sagt, künstliche Intelligenz, Deep Learning und so weiter, solche Konzepte muss man tatsächlich gesondert voneinander betrachten. Es ist nicht alles das Gleiche. Es gibt Grafiken, die das ganz gut illustrieren, indem man sieht, dass die KI eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Bestandteil von Deep Learning ist und. Da will ich jetzt gar nicht zu tief rein. Auch hier ist es ganz oft leider Gottes eine Art Bullshit-Bingo, indem man Wortfetzen in irgendeine Reihenfolge versucht zu pressen, damit das medial ausgeschlachtet wird.
Eine künstliche Intelligenz ist das, wie du sagst, etwas, das aufgrund von Erfahrung neue Schlüsse zulässt. Die müssen aber per se auch nicht schlau oder intelligent sein. Die können auch einfach nur das weitermachen, was man schon beigebracht bekommen hat. Ne? Soll man also jemanden dazu erziehen, keine Ahnung, kleine Kinder zu beißen und irgendwie frech zu sein den ganzen Tag über, dann wird dieses System natürlich genau das tun. Und es hat da keine ethischen Grundlagen zur Folge, es hat nicht irgendwie im Hintergrund eine Ideenfindung, ob das jetzt korrekt ist, was da abläuft, also auch ethisch korrekt abläuft, sondern er macht einfach nur seinen klassischen informationsgetriebenen Austausch von Informationen. Ne? Fahrerloses Fahren, Self-Driving Car, Robotic Car, also ganz, ganz viele unterschiedliche Begriffe für ein und dasselbe, das autonome Fahrzeug. Und immer dann, wenn euch sowas mal unter die Fittiche kommt, dass ihr merkt, da gibt es mehrere Begrifflichkeiten zu, dann würde der Bayer jetzt sagen, Obacht, ne, aufpassen, da muss man sich vielleicht für eine mal entscheiden. Für eine wissenschaftliche Publikation, ob das jetzt im Seminar, Masterseminar, Masterprojekt oder was auch immer vonstatten gehen sollte, müsste man dann auch für sich eine Definition klar und deutlich als diejenige, welche identifizierbar machen. Ne? Das heißt, wenn ihr es grundsätzlich selbstfahrendes Fahrzeug nennen wollt, dann tut es, fangt aber nicht an mit irgendwelchen Mixturen. Das ist nämlich ganz oft dann eher kontraproduktiv. Ja, die Kinder der 80er, die kennen das, 1982 in Amerika released worden, die Serie Knight Rider, hier ein bisschen später. Aber es ist natürlich mit so Knöpfen und Darstellungen etc. sieht aus wie ein EQS, oder? Da machen wir uns nichts vor, das ist also ziemlich vergleichbar. Ne? Überall irgendwelche Knöpfe, die wirklich auch sehr stark Attrappen sind. Aber sie leuchten süß und damit hat man natürlich dann auch in Hollywood einiges abreißen können. De facto ist das heute für viele immer nur noch das Maß der Dinge, zu schauen, was ist eigentlich ein automatisiertes Fahren, was ist eine künstliche Intelligenz, und Kit von Knight Rider beherbergt tatsächlich beide dieser Begrifflichkeiten relativ gut. Hm? Wenn man noch weiter in der Historie zurückgeht, ich weiß nicht, ob ihr Herbie, Dudu und solche Sachen kennt, ne? Heute lacht man über diese Filme, ist auch sehr nonverbal, Herbie kann nur hupen und die... Ich hätte fast gesagt, die Flügel, aber es sind ja Türen, irgendwie auf und zu machen, aber trotzdem hat einen gewissen Charme. Es interagiert mit einem. Das könnt ihr heute auch erleben. Das ist tatsächlich etwas, was auf der einen Seite befremdlich und auf der anderen Seite super schön ist. Wenn ihr nämlich mal in den Genuss kommt, das Welcome Light von dem ID.Buzz zu sehen, der grinst euch an, der zwinkert euch sogar zu. Also da geht einem das Herz auf, wenn ihr die kleine Knutschkugel sieht. Wenn man die bezahlen muss, dann ist es was anderes. Ne? Aber ansonsten, wenn er da wirklich sein System starten macht, das sieht schon sehr putzig aus. Und fragt man kleine Kinder, wird man auch immer wieder die Aussage bekommen, dass ein Scheinwerfer eben die Augen von dem Auto sind. Ne? Und das ist Emotion, die man dort überträgt. Und wenn man diesem Auto nichts Böses abgewinnen kann, weil es zwinkert einem ja zu, es will einem doch nichts Böses, ja, dann kann das ja auch nur sicher von A nach B fahren. Ne? Das ist doch irgendwo so eine inhärente Struktur, die dahinter steckt. Ne? Negative Effekte, da redet man gerne gar nicht drüber, weil Ingenieure eher daran interessiert sind, die positiven Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Aber wenn wir nichts mehr selber machen müssen, dann kann das sehr schnell passieren, dass wir es auch nicht mehr machen. Ne? Weil wenn ich meine Blu-Rays nicht mehr aus dem Blu-Ray-Recorder rausnehmen muss, um einen neuen Film zu starten, weil ich jetzt Netflix habe und den ganzen Tag auf dem faulen Po sitzen kann, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich vielleicht ein wenig zunehme. Und mache ich das 2 Jahre, nehme ich vielleicht ein bisschen mehr zu. Und mache ich das vielleicht über 2 Jahrzehnte, vielleicht noch ein Stück mehr. Mir werden also immer ganz, ganz viele Sachen abgenommen, die man per se in der Vergangenheit selber machen musste. Und das hat Effekte zur Folge. Nicht alles, was mit dem automatisierten Fahren einhergeht, ist gleichzeitig auch gut. Also, wer von euch kann noch eine Karte lesen? Mal im Handzeichen. Wow. Ne? Also mache ich in der Klausur. Gebe ich jedem hier so einen Dirke-Atlas. So und dann meine Mutter, die sitzt da, saß früher auf dem Beifahrersitz und hat die Pfeifkammer und klapp, 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 klapp. Die sind hier. Ja. Da müssen wir hin. Ja, also, die alten Semester können das auch. Ich müsste dafür noch anhalten, also den Motor auflegen und gucken. Ja, ja, genau. Und das sind aber so Kleinigkeiten. Ne? Ich meine, brauchen wir aber nicht. Wir gehen davon aus, wir haben Google Maps, wir haben unser Handy dabei. Wenn dann mal das Akku leer ist, naja gut, das ist dann halt ein bisschen tragisch. Aber irgendwer in meiner Umgebung wird ja wohl ein Telefon haben, mit dem man mich navigieren kann.
Aber das sind natürlich alles so First World Problems, ne? Ja, das gibt schon so auf Schilder zu achten, weil manche fahren so stumpf am Rampen, das ist so, muss man ja gar nicht gesagt. Ja. Naja, wenn du geguckt hättest, das Schild, sei nach links, da wird die Schilder verwiesen. Aber wir Menschen neigen dazu, ja unsere Sensoren ganz intensiv doch zu nutzen. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn es tatsächlich nochmal schneien sollte vor Weihnachten, ich weiß es nicht, müsst ihr mal in den Wald gehen und vielleicht in ein Waldstück, das ihr noch nicht kennt und euch mal trauen. Und dann auf gut Will hoffen, dass ihr auch wieder rausfindet, denn das ist gar nicht so einfach. Also Hänsel und Gretel haben das mit Kreide ganz gut bewerkstelligt. Wenn es dann irgendwie schüttet wie aus Kübeln, dann ist das auch nicht mehr so weit her und an irgendwas muss man sich orientieren. Ich glaube, kaum einer von uns kann sich noch an den Sternen orientieren. Die seltensten Fälle kriegen das hin. Wir neigen also tatsächlich dazu, die Technologie sehr schnell auch anzunehmen und auch für uns nutzbar zu machen, was per se nicht schlecht ist. Also Technologie soll ja auch helfen und ist ja auch toll, aber manchmal soll es auch sehr hilfreich sein, noch eine Karte lesen zu können. Wir haben es ja in der Schule alle mal lernen müssen. Ne, so Breitengrad, Längengrad, das sollte man ja... Irgendwann braucht man es vielleicht. Ne? Waldbrandkarten sind heute noch ganz wichtig. Bitte? Waldbrandkarten, ja. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber ganz wichtig ist vor allem eben auch die passive Kontrolle abgeben, aktive Kontrolle abgeben. Das sind halt Dinge, da haben die meisten, vor allem auch älteren Semestern, noch nie was mit zu tun gehabt. Das fängt an mit, hat einer von euch ein Familienunternehmen? Von dir weiß ich es, aber ob du das irgendwann übernimmst, das glaube ich nicht. Ne? Gut. Ne? Wer in so einem Familienunternehmen groß geworden ist, der erwartet, der liebe Papa, am Ende, dass der Sohnemann das übernimmt. Der Sohnemann hat darauf gar keinen Bock. Ne? Und das ist auch was mit aktiver und passiver Struktur. Will ich etwas wirklich aktiv bewerben, brenne ich für etwas, möchte ich das wirklich tun, dann bin ich da Feuer und Flamme für und erledige das auch relativ sukzessive. Habe ich da keinen Bock drauf, dann lasse ich das sein. Ich war der Erste, der hier geschrien hat, als es Roboter gab, die den Rasen mähen. Weil als ich klein war, musste ich das immer machen. Und mein Vater hatte einen Elektrorasenmäher. Und klein Florian war ziemlich schlau zu dem Zeitpunkt und sagte, fahr ich voll übers Kabel drüber, kann ja nichts passieren. Ja, das ist halt dann kaputt. Kann ich halt nicht mehr Rasen mähen. Das war ja meine Idee dahinter. Das Blöde ist, dass man so ein Kabel ja auch durchaus wieder flicken kann. Es ist dann halt nur kürzer. Dolle kürzer. Und dann weiß man, wie blöd das ist, sich vielleicht mit auseinandergesetzt zu haben. Heutzutage nimmt man einen Roboter, der macht. Bis dann irgendwann mal eine kleine Maus den einen Draht durchgebissen hat und der Roboter auch nicht mehr weiß, wo er ist und wo er hin soll. Also ne, man kommt relativ schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Ne? Wie passiv ist okay? Also vor allem auch die Thematik, ist das mit dem Einschlafen hinterm Steuer in Ordnung oder kann das in Ordnung gehen? Ich gebe euch schon mal den Tipp, das ist ab Stufe 4 tatsächlich möglich, da sind wir aber noch nicht. Und je nachdem, wen ihr fragt, je nachdem, wie aussagekräftig auch die Aussagen von denjenigen sein mögen, vieles Marketing, kann das auch noch den ein oder anderen Liter durch die Elbe fließen lassen. Ne? Das dauert also durchaus noch. Ne? Dann, klar, nur noch mal so zur Zusammenfassung, die Performance, die wir irgendwo, oder das Measurement, das wir machen müssen, Lane-Keeping, Reaktionszeit mit der Bremse, Hazard Detection, also letztendlich auch irgendwelche Warnungen wahrnehmen. Das sind alles Dinge, die müssen wir als Mensch machen, die wir künftig eben nicht mehr machen. Also hier lenkt das Fahrzeug. Hier kontrolliert letztendlich auch das Fahrzeug die Bremsen und irgendeine Art von, was auch immer, Obstacle Detection oder kamerabasierten System, radarbasierten System oder eine Kombination aus dem, am Ende macht das System das alles alleine. Das heißt, ich gebe mein komplettes Leben nicht einem Fahrer in die Hand, sondern einem Auto. Und da fangen jetzt viele Probleme an. Wer von euch fährt Bus? Kennt ihr den Busfahrer? Vertraut ihr dem? Würdet ihr euren Erstgeborenen dem Busfahrer anvertrauen? Ne? Die meisten sagen sich dann so, eigentlich nicht, aber ist ja Bus. Ne? Und dann wird diese Geschichte genutzt. Wenn die Frage kommt, hier, ich habe hier ein autonomes Auto, würdest du deinen Erstgeborenen da reinsetzen, damit es zum Kindergarten, zur Schule gefahren wird? Dann würden sie sagen, Gott ist wenig. Nein. Ne? Bin schon viel auf diesem Planeten gereist. Mit Bus, Bahn und vor allem auch mit Flugzeug. Ich meine, bei einigen muss man wirklich klatschen am Ende, weil man glücklich war, wieder gelandet zu sein. Aber letztendlich hat man keine persönliche Bindung zu diesen Personen. Man nimmt diese Infrastruktur kurzfristig an und das Mindset beim automatisierten Fahren ist tatsächlich irgendwo sehr viel emotional aufgeladen. Dass man die
dieses Gefühl einfach hat, ich gebe jetzt irgendwie etwas dem Fahrzeug oder ich gebe dem ich gebe von mir irgendetwas ab, das Fahrzeug muss das dann machen und ich bewerte das dann irgendwie nach einem eigenen Katalog für gut oder für schlecht. Aber bevor ich überhaupt eingestiegen bin, habe ich schon ein oder zwei Entscheidungen getroffen. Und da möchte ich euch heute vor allem auch aus der Sicht der Ethik ein kleines bisschen was demonstrieren. Für euch im Stream, ihr kriegt das Video ja quasi über den, das Systemaudio. Für euch hier mache ich das ein kleines bisschen lauter, damit wir uns das auch nochmal anschauen können. Ich mache euch online einfach jetzt mal kurz Mute, damit keine Rückkopplung kommt und dann gucken wir uns das mal an, was wir hier sehen. Das ist falsch. Das ist auch falsch.
So, Fade to Black, sehr schön. Ja, was haben wir gerade gesehen? Das Ding ist von 2019, also 3 bis 5 Jahre, das ist etwa die Zeit, in der wir uns jetzt gerade wieder befinden. 10 Sekunden, was haltet ihr denn von 10 Sekunden? Von dem Wechsel zwischen autonomem Fahren zu, ich muss wieder übernehmen. Da eine Haltung zu? Dann kann man es irgendwie auch lassen, dann muss man ja immer so aktiv dabei bleiben. Ja, was sagst du? Ja, ich würde sagen, es ist schon eine Erleichterung gegenüber dem normalen Fahren, aber es autonom zu bezeichnen, finde ich jetzt nicht so gut. Also der Vorteil ist halt, man kann nebenbei was anderes machen, aber man kann halt nicht schlafen, man kann nicht mal hinten auf Rückbank klettern oder irgendwie sowas. Du kannst einfach nur aus dem Fenster schauen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sobald du das iPad oder was auch immer auf den Schoß packst, ist es ja schon wieder störend, wenn du die Fahraufgabe wieder übernehmen musst. Aber es ist 10 Sekunden. Finde ich mal ganz putzig, dass das ganz viele Automobilhersteller sich irgendwie an 10 Sekunden orientieren. Das kann ziemlich lang sein. Und das ist, ich will nicht sagen Marketing, das würde jetzt zu weit gehen, das auch entsprechend irgendwo so in den Vordergrund zu stellen, aber es ist eine Thematik, die muss man sich einfach vor Augen halten. 10 Sekunden kann unglaublich lang sein, kann auch unglaublich kurz sein. Und eine Fahraufgabe abgeben und dann trotzdem einfach nur passiv, wie du es schon richtig gesagt hast, man kann es dann auch sein lassen. Ne? Man muss die Hände vom Lenkrad nehmen, die Füße vom Pedal. Das kann man kurzfristig mal machen, um sich zu strecken oder ähnliches. Da kann ich mir das gut vorstellen. Aber so für das Langfristige fehlt einfach auch ein Stück weit was. Die Aussage, die getroffen worden ist, dass Jahrzehnte noch vergehen, ehe wir das haben, das würde ich so nicht unterzeichnen. Also die Entwicklung in den Bereichen geht rasant voran. Ich würde sagen, dass wir mit Mercedes, mit BMW und auch sicherlich mit Audi in Deutschland ein paar Platzhirschen haben, die da in den nächsten 3 bis 5 Jahren sicherlich wirklich was auf die Beine stellen, dass wir in die Stufe 4 kommen, dass wir vor allem auch sicher in die Stufe 4 kommen. Und dann habt ihr was gesehen, gleich am Anfang, so ein bisschen unscheinbar. Das kann ich jetzt einfach nicht so auf mir stehen lassen, weil ich ja auch ein Hardwerker bin. So ein Kofferraum, der voll mit Technik ist, zu schrumpfen, auf dem Steuergerät, das plötzlich noch mehr Leistung hat als der ursprüngliche Kofferraum an sich, das ist natürlich auch eine Leistung. Das ist zugegebenermaßen jetzt nicht irgendetwas, was extremst hier bei uns am Campus zelebriert wird, aber auch Hardware-Design muss natürlich mit den Software-Funktionalitäten einhergehen. Das heißt, wir müssen dort auch immer mehr an Rechenleistung vorsehen, wir müssen dort immer mehr das Thema Echtzeit betrachten, wir müssen dort immer mehr auch Konzepte von unterschiedlichen Programmierparadigmen mit einsehen. Modellierung von Software, das Matlab Simulink Code generieren von mir aus, vielleicht auch mal unterschiedliche Konzepte zu verwenden, dass gewisse Dinge nicht auf einer klassischen CPU oder auf einem Mikrocontroller stattfinden, sondern vielleicht auf einer Grafikeinheit. Dass solche Dinge wie ein FPGA vielleicht auch tatsächlich als programmierbare Hardware in den Vordergrund rücken werden und. Also da ist in den nächsten 3 bis 5 Jahren noch ganz, ganz viel los, ohne dass sich dort schon eine Technologie wirklich etabliert hat können. Aber bedenkt, überhaupt ein Auto, und das muss sicher sein, wir haben darüber philosophiert mit dem Kollegen von der IAV, was denn Sicherheit irgendwie überhaupt so bedeutet. Und wenn das nach 3 Jahren alles voll ist und unsafe, wie es so schön heißt, dann habe ich da auch nicht viel gekonnt. Also muss ich durchaus schon mal in die Zukunft blicken, dass sowohl meine Software als auch letztlich meine Hardware-Komponenten damit einhergehen. Hier auch wieder eine schöne Illustration. Das Interessante ist, dass der IQS, den ihr ja gesehen hattet, sehr stark auf diesen Prototypen, von dem wir dann auch gleich nochmal ein Video sehen werden, aufbaut. Ich weiß nicht, der F155 oder wie auch immer heißt, ist ein Concept-Car von Mercedes-Benz, hat so ein paar ganz ulkige Features drin, unter anderem das Projizieren von Fußgängerüberwegen mit Laser-Technologie. Das kann man machen. Ist sicherlich auch sehr bahnbrechend und viele andere Dinge, die eher in den Komfort gehören. Ne? Also auch hier wieder die Thematik Infotainment überall in solchen Fahrzeugsystemen, wo noch kein Display war, kommt als nächster heiliger Schritt dann eins hin. Und dort, wo man möglicherweise etwas eingeengt oder sogar unbequem gesessen hat, kommen Massagesitze hin und die sind dann auch noch irgendwo frei beweglich, sodass man dort den komfortablen Nebeneffekt hat, in so einer fast Enklave zu sitzen, in denen man Meetings abhalten kann, in denen man vielleicht auch konzentriert irgendwelche Vorlesungs- oder sonstige Unterlagen aufbereiten und erstellen kann. Kurzum gesagt, das wird wie so ein kleines Wohnzimmer grundsätzlich konzeptioniert.
In der Geschichte, ich weiß, wir haben in den anderen Foliensatz schon mal ein bisschen was darüber gehört gehabt, aber damit man auch mal das VAG-Sprech hier nochmal etabliert, gab es, und die in Wolfsburg sind wirkliche Spaßköpfe, also das kann man nicht anders sagen, so 2000 haben sie den sogenannten Robot-Klaus entwickelt. Das war letztendlich nichts anderes als ein ja, Roboter, der mit dem Lenkrad und der Pedalerie und dem Gearshift verknüpft worden ist, um reproduzierbare Fahrmanöver zu fahren. Nimm den Menschen, sag ihm, er soll mit der und der Geschwindigkeit in der und der Kurve so und so hart einlenken, und dann macht er das 10 Mal und davon sind vielleicht 3 Mal sehr ähnlich und der Rest ist durchaus sehr unterschiedlich, gar variabel. Den Robert Klaus haben sie entworfen, um das eben, ja, wie beim klassischen Software-Testing auch, mit gleichbleibender Qualität und gleichbleibender Güte erledigen zu können und dann Regressionstests für den, ja, Fahrerassistenz oder für Safety an sich. Da die so kreativ sind, haben sie ihren nächsten Roboter 3 Jahre später Robert Klaus Dieter genannt. Und das geht so weiter etwa. Aber was wir schon mal sehen, ist die Elektrifizierung, irgendwelche Boxen, die da drin sind, Servos, Motoren an allen Ecken und an Enden und vor allem immer weniger Mechanik. Und das ist eine ganz gute Geburtsstunde für diese Technik, die wir jetzt heute eigentlich als de facto Standard ansehen. Mit Bits und Bytes kann ich aufs Bremsen, aufs Lenken, aufs Schalten, eigentlich auf alles zugreifen, dank Steer und X-by-Wire-Systeme. Und das hat man 2003 eben auch schon versucht, in der Entwicklung mit einfließen lassen zu können. Hier gibt es keinen Sitzplatz mehr. Das heißt, dieses Fahrzeug ist per se nicht dafür vorgesehen, dass dort jemand drin sitzt. Auf der Rücksitzbank ist Platz, dass man dort als Testingenieur sein Notebook anschließen kann und entsprechend damit arbeiten kann. Aber grundsätzlich ist dieses Fahrzeug so konzeptioniert, dass es die Fahrstabilitäts- und die Limits ausloten kann. So, und dann gab es in Wolfsburg so ein kleines Ding, wobei Wolfsburg ist falsch, es war am Flughafen in Braunschweig, so mit dem GTI 53 plus 1, so eine kleine, ich sag mal, Präsentation, in denen man einige Testfahrer von Automotorspiel, Sport und so weiter und so fort in dieses Auto hat gesetzt und die sollten so einen Track, der mit Pylonen abgesperrt worden ist, abfahren. Und das haben die gemacht. Und dann gab es welche, die waren erfolgreicher und es gab welche, die waren weniger erfolgreich. Was sie nicht wussten, ist, dass dieses Auto über eine künstliche Intelligenz verfügte, die alles mitgelernt hat, währenddessen sie gefahren sind. Und dann mittels Differential GPS, also wirklich auf Zentimeter genauer Verortung, mittels Satellitenortung, dann dort eine Traumrunde in den Asphalt gebügelt hat, wenn man so sagen würde. Das ist so ein Stück weit die Geburtsstunde, ähnlich wie beim RoboCup, dass man irgendwann sagt, ne, diese Roboterfußballer sollen irgendwann mal gegen die deutsche Nationalmannschaft gewinnen. Ist das hier bei den Fahrzeugen ähnlich. Die sollen irgendwann mal in der Formel 1, DTM oder ähnliches wirklich besser fahren, sicherer fahren als das menschliche Pendant. Und das ist sehr beeindruckend gewesen. Da konnte man tatsächlich früher dabei sein. Die, ich mag mal Art und Weise 2006, da wart ihr sicherlich schon alle auf der Welt, aber jetzt auch noch nicht so wirklich in dem Thema sicherlich unterwegs. Stanley brauche ich nicht großartig was zu sagen. Sehr erfolgreich und auch heute noch immer als ein, naja, gutes Beispiel dafür, dass man mit viel Sensorik auch viel erreichen kann. Tatsächlich ist 2022 ja eher die Tendenz, diese vielen unterschiedlichen Sensoren zu ersetzen gegenüber Elementen, die man mit einer klassischen Kamera ausstatten kann. Junior, Leonie und Carolinchen sind ja auch Fahrzeuge, die hier in der Region durchaus häufiger mal gesehen werden konnten. Das sind ja die Fahrzeuge der Technischen Universität Braunschweig. Junior hier eigentlich der de facto Standard fürs rückseitige Einparken. Das heißt, das hat man mit diesem Fahrzeug getestet, geübt und irgendwie auch versucht, in den Markt zu pressen. So nach 2007 hat man damit derartig viele Erfahrungen gesammelt, dass man die Sensoren etwas schrumpfen konnte und es tatsächlich in einen Serienpassat, nicht den, sondern die nächste Generation, dann hat etablieren können. Und das ist in der Automobilindustrie genauso wie in irgendwelchen Roboter-Elementen das Gleiche. Man testet es, man überprüft es in irgendwelchen Situationen, die immer kritischer und immer realgetreuer werden, bis man der Meinung ist, man kann es jetzt mal auf die Welt loslassen. Das Entwickeln solcher Konzepte ist auch heute noch relativ interessant, weil auch der Abstand zum Bordstein durchaus relevant ist. Da gibt es Leute, die sind sehr ängstlich.
gibt es Leute, die sind weniger ängstlich und vertrauen dieser Technik möglicherweise auch ihre 40.000 Euro teuren Felgen an. Ne? Ich weiß nicht, was hat die Felge gekostet beim EQS? Ja, das ist auch schon teuer. Ne? Also wenn da was ist dran, dann ist das doof. Und wenn vor allem man gar nicht so richtig selbst schuld dran ist, sondern vielleicht der Algorithmus da irgendwo gegen geeckt ist, dann ist man umso unglücklicher. Na, Paul hier, das ist dann das Fahrzeug gewesen, das am Mobile Life Campus und oder eben auch sehr gerne beim Autohaus Wolfsburg, die Heinrich-Nordhoff-Straße kennt, der kann das irgendwie auch verorten. Da hat man das damals gezeigt, 2008 erstmalig dann auch in der Entwicklung, ein Jahr später auf der CeBIT und auf der Hannover-Messe nochmal und wiederum ein Jahr später war das Ganze dann im Markt und heute benutzen wir das. Du hast es demonstriert mit dem Mercedes einige Male und ich denke, das konnte man ganz gut verorten. Ohne Grund macht man solche Fahrten dann auch nicht mehrfach. Da könnte es ja möglicherweise sein, dass man vielleicht mal so in sich gehen muss in einer Prüfungssituation und die Sensoren, die man dafür bräuchte, mal illustrativ in den Vordergrund stellen. Vielleicht auch ein Stück weit den Algorithmus, den man da bräuchte. Ich merke schon, du machst ein fleißiges Transkript. Perfekt. Gut, dann gucken wir mal, dass wir auch das nächste Video uns nochmal anschauen. Das gleiche Problem wie eben. Ich mache euch Mute und so, meine Lieben, dann kennt ihr jetzt so ziemlich genau alle Extreme. Wäre das was für euch? Eine schöne silberne Apple Maus. Nein? Warum nicht? Fahrst du gerne selber? Der hat tatsächlich kein Lenkrad mehr. Ne? Das ist so die Studie, die demonstriert, wie zukünftig eine Familie von A nach B reisen können mag, wie auch immer. Überall, wo sonst keine Displays waren, sind jetzt welche. Alle kapazitiv, das heißt, man kann mit Touch-Gesten da auch irgendwas machen. Die einzige Interaktion, die wir jetzt hier gesehen haben, war zwischen Relax und Drive. So ein Stück weit die Geschwindigkeit, die das Fahrzeug wohl für die Fahrt oder die Weglänge in Form von Zeit so ein bisschen zu dynamisch zu verändern. Fahren wir ein bisschen schneller, dafür nehme ich weniger Komfort in Anspruch. Das sind alles solche Dinge, die kommen mittlerweile sehr, sehr stark in diese Konzepte mit unter. Projizieren von einem Fußgängerüberweg, ich glaube, das ist schön zu sehen, aber ich würde euch mal unterstellen, dass ihr wisst, dass das keine gute Idee ist. Ne? Der ging auch nur bis zur Mitte der Straße. Ja, und genau. Vor allem, wenn selbst wenn man selber projiziert, ist die Frage, was der einem vielleicht entgegenkommt oder der einen überholt, wenn sich da denkt und denkt sich, was hält der denn hier an? Und hier ist 100, genau. Mitten auf der Landstraße möchtest du irgendeinen besoffenen mir Straße leiten. Das kann tatsächlich ziemlich bitterböse enden. Ne? Und auch hier
achtet bei solchen Sachen so ein bisschen auf die Essenz, guckt ein bisschen in die unterschwelligen Bereiche hinein, weil wir haben hier viel gesehen, Luxus, Luxus, Luxus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwie gucken, wie kriege ich denn diese Fahrt überhaupt ohne Langeweile bewerkstelligt. Wenn ich heute von Hamburg nach München fahre, muss ich richtig ackern. Dann muss ich zwischenzeitlich wahrscheinlich nochmal auf die Pipi-Box. Da kann ich dann irgendwie mit den Displays spielen und vielleicht 100 Mal Game of Thrones gucken. Aber auch da wird mir irgendwann langweilig. Da muss man also auch gucken, dass man vielleicht zu so einem System dann eher eine Spielekonsole draus baut, was wir haben sehen können. Ein Tetris im Mercedes, auch sehr eindrucksvoll gewesen. Zu vielen, vielen unterschiedlichen Konzepten. Was wir auch gesehen hatten, war das Rücklicht oder die rückwärtige Beleuchtung, die dann auch Stopp oder Stopp-Stau oder Ähnliches illuminieren können. Das sind auch Dinge, die werden jetzt in den nächsten Jahren in den Markt hineinkommen, weil diese multifunktionalen LEDs eben den Vorteil haben, auch solche Informationen zur Verfügung zu stellen. Kennt jemand von euch den Pet Protect Modus beim Tesla? Ja? Ihr kennt ja sicherlich die Möglichkeit, oder ganz oft wird das ja gemacht, dass man seinen Hund im Auto lässt. Dann lässt man das Fensterchen offen, und wenn das Fensterchen offen ist, ist es versicherungstechnisch aber quasi auf. Ne? Wenn man einen langen Hals macht, ich meine, wenn da ein Rottweiler drin sitzt, würde ich alles machen, wenn man eine Hand nicht reinstecken. Ne? Da muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber grundsätzlich versicherungstechnisch gilt es dann als offen. Also wenn ich da wirklich in der Lage bin, was zu klauen, dann ist es so. Tesla geht da den Weg, Klimaanlage anzumachen, weil es ein Elektroauto, da tut das jetzt nicht sonderlich weh. Standheizung etc. funktioniert auf dem gleichen Funktionsprinzip. Und im großen Display wirklich zu schreiben, hier, das ist wohl klemmbariert, ich komme gleich wieder, der Hund, dem geht's gut, ihr braucht die Fensterscheibe nicht einschlagen. Das ist ein ganz winzig kleines Feature, ganz großes Problem gelöst. Natürlich wieder ein First World Problem, wie könnte es anders sein? Aber es macht das Ganze durchaus noch mal ein bisschen charmanter. Und auf dieser Grundlage fußen mittlerweile ganz, ganz viele unterschiedliche Funktionalitäten, die wenig mit Fahre komfortabel von A nach B zu tun haben, sondern eher mit wie kann ich die Digitalisierung oder vor allem die Elemente, die in dem Systemkomponenten inhärent sind, noch effizienter nutzen. Den skippen wir mal. Das ist nur ein TT, der Kreise dreht in der Wüste. Da sind wir auf jeden Fall technologisch mittlerweile schon einen Schritt weiter. Wen das interessiert, der YouTube-Link ist ja hinterlegt. Bin mir jetzt nicht sicher, was das jetzt hier genau ist. Ach so, ja, autonomes Fahren mit Mercedes. Mercedes-Benz Intelligent Drive stands for the highest level of automotive safety and comfort available today. In the near future, this level will be raised even higher thanks to autonomous driving systems and intelligent vehicle communication. This is Miriam on her way to a business appointment. Upon arriving at the car park, she uses her smartphone to send her vehicle off to park fully autonomously. Frank and Paul are going on a little trip today. Unfortunately, other cars have parked so closely that they cannot get to the doors of their car. No problem for Frank. After activating the parking pilot with his car key, he can simply wave the car out of the spot. And off they go. Just as easily as she parked her car, Miriam calls it to pick her up after her appointment. One simple command on her phone, presto. Even in the future, some accidents cannot be avoided entirely. However, communication between vehicles will be able to alert following traffic of potential obstruction and comfortably reroute it, making sure that Miriam doesn't lose valuable time on her way home. At the same time, this means that emergency vehicles can arrive sooner at the scene of the accident. Other road users traveling in the same direction are alerted and pull over to make way. Traffic lights can be switched to green exactly when needed. This is known as car-to-X communication.
information exchange from one car to the next, but also from car to traffic infrastructure, in this case to the traffic light and back. When traffic becomes denser and driving is more of a strain than fun, autonomous systems will in future be able to take over driving. For example, in stop-and-go traffic. This increases comfort as well as safety. Of course, the driver can regain control over the vehicle at any point. However, particularly in situations like this, he will increasingly wonder why he should. Intelligent traffic control units use variable speed limits to improve traffic flow. This is also something future cars will automatically be able to react to. When the maximum allowed speed is reduced, the car will accordingly slow down on its own. And should there still be a traffic jam despite of this, following traffic can be informed in due time by those cars already trapped in congestion. Miriam opts to take the suggested alternative route. The lightning-quick information transfer between vehicles is especially critical when danger is imminent, as it can instantly defuse a potentially hazardous situation. Here, Frank can easily avoid the broken down truck despite the fact that he probably hadn't even seen it yet. Of course, all systems can also be combined in one. This will enable fully autonomous and comfortable driving from the moment you enter the highway up until exit. Keeping distance, maintaining the lane, sticking to the relevant speed limits, even changing lanes and overtaking. Everything works automatically, and Miriam can start relaxing before she even arrives home. In the meanwhile, Paul and Frank are also about to reach their destination. Autonomous driving and intelligent vehicle communication by Mercedes-Benz have made driving quite a bit easier on their way, as well as relieving them of some less than pleasant tasks on the road. Refreshed and at ease, they both set off on their hike. Huh? Also, eigentlich gibt es nichts, was es nicht gibt, und eigentlich sind wir technologisch auch an einem guten Punkt angelangt, wo man das alles etablieren kann, wo man das alles wunderbar nutzen kann. Es ist de facto aber noch nicht so wirklich auf deutschen Straßen unterwegs. Das liegt an zwei Dingen. Zum einen ist es die rechtliche Grundlage, die immer problematisch ist, zum anderen aber auch die Thematik, dass wir in Deutschland gerade im nicht-urbanen Bereich kein Tempolimit manchmal haben. Und das ist Fluch und Segen zugleich, ne? Wenn man sich dieses nochmal von Audi gerade an oder einfach auf der Zunge zergehen lässt, das war in Nevada. In Nevada, da ist 100, 120 auf der Autobahn, das ist Max, viel schneller fahren die da nicht. Und da kann ich natürlich auch meinem Auto dann abgewöhnen, ordentlich Sprit zu schlucken, wenn ich sowieso nicht so schnell unterwegs bin. Und ihr dann mal die Reichweiten von einem Tesla anguckt, der irgendwie behauptet, 700 Kilometer weit zu kommen, dann ist das getestet auf amerikanischen Straßen. Wenn ich nie 200 fahre, dann ist natürlich ganz logisch, dass die Reichweite dort erhöht ist. Die Use Cases von diesen ganzen etablierten Dingen, die wir ja schon kennengelernt haben, die würde ich jetzt nur noch mal erwähnen. Per se ist das so ein bisschen ein Zusatz zu dem, was wir auch bei Lennart in dem Vortrag gehört und gesehen haben. Also dieses klassische Handovering, das im Vordergrund steht, die Mobilität wahrzunehmen, dass das Fahrzeug tun und lassen soll, was es möchte, sofern es mich sicher von A nach B transportiert. Das beinhaltet auch die Bereitschaft, mich nicht zu wecken, wenn es irgendwo ein
eine andere Route wählen muss aufgrund der Fahrsituation, Stau, Behinderung oder ähnliches. Aber das sind natürlich alles Dinge, die sorgen vor allem dann auch im Bereich des Highways für ein gewisses Maß an Komfort. Im urbanen Bereich, hier so eine klassische Parkgeschichte, ist es natürlich eher auch etwas, da muss die Intelligenz nicht nur im Fahrzeug sein, sondern auch im Parkleitsystem. Da gibt es gute Ansätze, wie gesagt, an einigen Orten hier in Deutschland wird da sehr, sehr stark dran geforscht. Wer mal jetzt kurzfristig irgendwo in Braunschweig zur Weihnachtszeit einen Parkplatz sucht, wenn abends der Weihnachtsmarkt auf hat, das ist teilweise schon schwierig. Und nimmt es noch ein bisschen krasser entgegen, dann ist es Hannover oder macht es in Berlin. Also es wird eigentlich immer nur noch kritischer, tatsächlich irgendwo einen geeigneten Parkplatz zu finden. Ne? Der Robotic Driver oder der Robot Driver, wie man ihn nennt, der versucht das Ganze natürlich dann automatisiert. Da kann ich also auch aussteigen, kann schon mal an Ort und Stelle sein, den Weihnachtsmarkt besuchen, Glühwein in mich hineinkippen und das Fahrzeug sucht einfach per se die ganze Zeit noch nach einem Parkplatz. Ne? Das Schöne ist, wenn es sich bewegt und mir vielleicht auch der Verbrauch einer Elektromaschine, die lokal emissionsfrei unterwegs ist, jetzt tendenziell erstmal nicht problematisch ist, dann ist dieser Parkplatz ja eigentlich die gesamte Straße. Ich bewege mich immer mal wieder, fahre ich im Kreis oder ähnliches, dann brauche ich per se auch keinen Parkplatz. Und das sind natürlich Konzepte, die gehen weg von dem Individualverkehr hin zu solchen Dingen wie Uber oder Busse oder irgendwelche anderen Transportmittel, wo eben nicht ein Fahrzeug geparkt werden muss, sondern das fährt die ganze Zeit. Von dem ersten, den man transportieren musste, zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum fünften. Das sind Konzepte, da kann man in der Stadt tatsächlich sparen an Parkplatzsituationen, mehr Gebäude errichten, die dann auch der Allgemeinheit dienlich sind und nicht einfach nur zum Abstellen von Fahrzeugen dienlich sind und so weiter und so fort. Das ist auch in Deutschland jetzt kein riesig großes Problem. In München, in Stuttgart, in Ballungszentren generell mag das wichtig sein, dass Parksysteme eher in den Untergrund mittlerweile ragen, dass man auf eine Plattform fährt, sein Fahrzeug draufstellt und dann wird das eben wie so ein Fahrstuhlsystem, wie so ein Capodaster-System entsprechend unterirdisch, was weiß ich, wie viele Geschosse, 6, 7, 8 Geschosse unterirdisch, dann auch geparkt. Aber das sind eben Dinge, die sind dann eher auf der maschinellen oder mechanischen Struktur angesiedelt und weniger auf der digitalen. Ja, auch hier irgendwelche, die Möglichkeit, in unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlichen Bereichen nochmal die Führerschaft abzugeben. Ich denke, das ist so das Klassische, was wir alle unter automatisierten Fahren auch verstehen. Dann auch so ein Stück weit in den Ballungszentren von der Auffahrt und der Abfahrt in irgendwelche Autobahnsituationen, in urbane Situationen, in Landstraßen, in vielleicht auch verkehrsberuhigte Zonen und so weiter und so fort. Also da muss natürlich auch das ein oder andere gemacht werden. Und wir wissen ja alle auch um diese lustigen Plaketten, die bei uns in der Windschutzscheibe kleben. Ich meine jetzt nicht mal die Vignetten für irgendwelche Bereitstellung von du darfst da jetzt langfahren, sondern allein nur die Umweltzonen. Ne? Wenn man jetzt ein autonomes Fahrzeug baut auf der Basis eines Dodge Ram mit 12 Liter Hubraum und am besten noch eine Smoking-Einheit drin, der also mehr Emissionen rausbläst innerhalb von einer Minute als die AIDA, dann darf man sich nicht wundern, dass die Usability oder das Konzept am Ende einfach irgendwo krankt. Wir gehen da ganz klar in eine Richtung der Elektromobilität, wir gehen in eine Richtung des Wasserstoffs. Sicherlich zwei Dinge, da muss man etwas tiefer buddeln, um das auch verstehen zu können, aber per se sind das zwei Bereiche, die durchaus voneinander partizipieren können. Mit einer Brennstoffzelle kann ich mittels Wasserstoff durchaus einen Elektromotor antreiben. Wenn ich rein auf Wasserstoff setze, was zugegebenermaßen seltsam ist, dass die deutsche Industrie da nicht so sehr hinterher ist, kann ich den uralten Verbrennungsmotor reusen. Und das ist natürlich gerade in Deutschland eine interessante Angelegenheit, denn da haben wir wirklich Know-how. Gegenüber den Kontrahenten auf dem Weltmarkt sind wir mit Verbrennungsmotoren sehr, sehr gut unterwegs. Und wenn wir zukünftig nicht mehr Sprit tanken müssen, also irgendwelche fossilen Brennelemente, sondern vielleicht sogar grünen Wasserstoff tanken können, dann wäre uns allen schon eine Menge geholfen. Und das würde solche Konzepte natürlich nochmal untermauern. Kennt jemand die Wirkungskette von der Erzeugung von Wasserstoff? Naja, generell erstmal, wie kriege ich überhaupt Wasserstoff durch die Elektrolyse, wie der Wirkungsgrad ist. Der ist nicht so gut, ne? Der ist nämlich so bei 20%. Das heißt, ich gebe 80% meiner Energie auf, um 20% Wasserstoff zu bekommen. Das zweite Blöde ist derzeit
die Lagerung von Wasserstoff und vor allem auch das Betanken von Wasserstoff. Denn das muss unter 700 Bar passieren, Druck. Und leider Gottes sind diese Tanks so ausgestattet, dass man Auslassventile benötigt. Und wenn ich am Freitagnachmittag mein Auto volltanke mit Wasserstoff und ich möchte erst Montag wieder losfahren, habe ich nur noch 96% an Füllstoff drin. Es diffundiert einfach, ansonsten würde es platzen oder gar explodieren. Das ist so ein Problem, das hat man heute noch mit Wasserstoff. Ah, man hat nicht so viel davon, die Erzeugung dafür ist ziemlich verschwenderisch, weil ich muss ganz viel Energie aufbringen, um ganz wenig davon zu erhalten. Aber ich bin dann genauso lokal emissionsfrei. Hinten kommt wirklich nur noch reines Wasser aus dem Auspuff raus. Aber die Technologie kann so bleiben, wie wir sie tatsächlich in den letzten Hunderten von Jahren auch schon kennengelernt haben. Der stimmt letztens auch nicht erzählt worden. Ja, ja. Das ist, weil das Auto wurde ja nicht verließ. Genau. Dieser GCFC konnte man auch nicht kaufen. Genau. Wir haben in Wolfsburg, glaube ich, auch so ein Fahrzeug tatsächlich auch am Standort. Die Wasserstofftechnik eben auch erproben und ertesten. Und daher kommen auch die Informationen, dass das durchaus sehr stark diffundiert. Ne? Ja, genau. Gut, autonome Fahrzeuge sehen heute halt eher so aus und tatsächlich von außen gut zu erkennen. Da steht dann irgendwie Google drauf oder irgendwie Waymo oder auch mal NXP, Red Bull, ne? Das ist also die Volkswagen-Ecke. Zukünftig will man das natürlich nicht mehr sehen. Ne? Über einen klassischen Golf, sage ich jetzt einfach nur mal, um die Klasse zu demonstrieren. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau, das ist das meistverkaufteste Auto oder die meistverkaufteste Autoklasse heutzutage. In die muss man diese Technik reinbringen, um es am Markt etablieren zu können. Wiener Übereinkommen, ne? Ganz toll und liest sich putzig. Jedes Fahrzeug und miteinander verbundene Fahrzeuge müssen, wenn sie in Bewegung sind, einen Führer haben. Ja, toll. Kommt aus Österreich, wie könnte man es anders meinen? Ne? Ist Artikel 8 Absatz 1 und das ist hier, was ist überhaupt ein Führer beim Wiener Übereinkommen? Dann, ein Führer ist jede Person, die ein Kraftfahrzeug oder ein anderes Fahrzeug, Fahrräder sind dort eingeschlossen, lenkt oder die auf die Straße, wie auf einer Straße, Vieh einzeln oder in Herden, Zug und Zaum oder Reittiere leitet. Also es wird noch kritischer. Das heißt, auch ein autonomes Pferd kann ich quasi abschminken. Da muss ich einen Führer für haben. Und beim Fahrzeug ist es per se genau dieser Absatz 8 oder Artikel 8 Absatz 1, wo sich ganz, ganz viele schon seit Jahren ganz, ganz viele Gerichte zanken, dass per se das automatisierte Fahren aufgrund dieser Rechtslage nicht möglich ist. Das weicht man immer wieder ein Stück weit auf. Wir sind aber noch weit davon entfernt, tatsächlich das vollends zuzulassen. Denn wir gehen davon aus, dass es ein Mensch sein muss, der dort sitzt. Wir gehen davon aus, dass es ein Mensch aus Fleisch und Blut sein muss. Kleine Anmerkung, da steht wieder Übereinkommen. Wiener? Unten steht wieder Übereinkommen. Ja, hast du recht. Ja, und wieder ist es falsch. Das muss Wiener heißen. Wie das Würstchen. Ne? Das Fernsteuern von Fahrzeugen mag laut Wiener Übereinkommen noch zulässig sein, da auch bei einer Viehherde nicht jederzeit das jedes individuelle Tier kann hier drauf einwirken. Das ist schon ganz putzig. Hier fängt man nämlich schon an, so ein bisschen, zu tricksen auf der Rechtsgrundlage. Und da kennt man dann natürlich auch das Spannungspotenzial zwischen Gerichten, zwischen Automobilherstellern, zwischen möglicherweise auch Kunden, die das haben möchten. Jeder Führer muss dauernd sein Fahrzeug beherrschen oder seine Tiere führen können. Ne? In Grimlingen, da wohne ich ja aktuell noch, ist es zweimal im Jahr so, dass eine Schafsherde durchs Dorf geleitet wird. Da wird aber nicht irgendwie von der Polizei was abgesperrt, sondern da kommt der Hirte mit seinem Viehzeug und rennt dann über die Straße. Und dann rennt das auch mal 20 Minuten über die Straße, bis alle vorbei sind. Und er persönlich, der Schäfer, hat da gar keine Kontrolle. Wer aber Kontrolle hat, sind seine Hunde. Und die sorgen dafür, dass die Herde eben genau gerichtet dorthin kommt und sich hingeleitet, wo sie letztendlich auch hin soll. Also das ist alles leider Gottes Beamtensprech, ne? Aber durchaus in alle Richtungen interpretierbar. Jeder Fahrzeugführer muss unter allen Umständen sein Fahrzeug beherrschen, um der Sorgfaltspflicht Genüge zu können und um ständig in der Lage zu sein, alle ihm obliegenden Fahrbewegungen ausführen zu können. Ja, schließt das automatisierte Fahren jetzt nicht per se aus, aber es macht das Ganze nicht viel einfacher.
Es ist leider Gottes auch jetzt nicht unbedingt etwas, was man einfach so, naja, das zählt jetzt nicht mehr, das lassen wir mal weg, weil eigentlich auch unsere komplette Straßenverkehrsordnung auf diesem Übereinkommen basiert. Es gibt da noch ein bisschen was anderes, die RL 711. Eine weitere große Hürde ist die Zulassung von Lenkanlagen, die der europäischen Richtlinie genügen muss. Und da geht daraus hervor, bei jeder Fahrerassistenzlenkanlage, also quasi bei allen, die wir besprochen haben, kann der Fahrzeugführer sich jederzeit dafür entscheiden, die Assistenzfunktion durch einen bewussten Eingriff zu übersteuern bzw. einen plötzlich auf der Fahrbahn auftretenden Gegenstand auszuweichen. Das klingt erstmal auch ganz schick. Heißt aber auch, dass der Fahrer immer irgendwo Eingriffsmöglichkeiten besitzen können muss und Systeme ohne eine Lenkanlage oder ein Lenkrad gar nicht zugelassen werden können, auf deutschen und auch auf europäischen Straßen. Und Zulassung ist ein ganz lustiges Thema, da kann man sich sehr, sehr lange und sehr intensiv mit auseinandersetzen, denn ehe man irgendwelche neuen Funktionalitäten als Lone Ranger versucht in den Markt zu bringen, ist man tatsächlich auch ziemlich alleingelassener Lone Ranger. Will man das auf einer größeren Instanz, da werden die meisten sich in Konsortien tatsächlich dann auch treffen, etablieren, geht es etwas schneller. Aber nichtsdestotrotz, Richtlinien sorgen dafür, dass eben auch dort eine gewisse Stagnation stattfindet. Generell haftet gemäß § 7 Straßenverkehrsordnung Absatz 1 der Fahrzeughalter für Schäden, die durch sein Fahrzeug entstanden sind. Findet die Automobilindustrie ganz toll, der Individualist findet das ziemlich doof. Auch dort völliges Spannungspotenzial. Wird, jetzt kommen wir ja noch mal ein bisschen detailreicher hier, wird beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, auch das ist ja miteinander verbunden, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Supi, ich kaufe mir für viele 100.000 € ein autonomes Fahrzeug und das fährt Leute tot. Mich in den Knast, weil ich dann möglicherweise meiner Sorgfaltspflicht nicht die Aufmerksamkeit geschenkt habe, die notwendig gewesen ist. Und das ist wiederum ein großes Spannungspotenzial, was dort für sorgen kann, dass das einfach ja nicht in die richtige Richtung geht. Ne? Autonomes Fahren an sich, wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Bullet Points und da gibt es auch unglaublich viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten. Wichtig für uns heute und hier ist vielleicht noch so ein Stück weit die Statistik, die Google jedes Jahr präsentiert, mit unfallfreien Kilometern. 3,6 Millionen war es 2019, 4,6 Millionen Kilometer war es 2020. Wir sind mittlerweile bei fast 10 Millionen gefahrenen Kilometern ohne einen Issue. Wie viel habt ihr? Jetzt muss man gucken, wann, vor wie vielen Kilometern wurde man das letzte Mal geblitzt, vor wie vielen Kilometern musste man eine Vollbremsung machen, wenn man ansonsten ein Kind auf die Hörner genommen hat. All das spielt damit rein. Ne? Ja. Das ist schon tatsächlich eine ziemliche Leistung, die man dort etablieren kann und muss. Ne? Theoretisch gibt es da natürlich auch unterschiedliche Sachen, die man sich dort angucken kann. Wie stark gehört jetzt das Thema Leben und Tod irgendwo in Einklang? Da gibt es auch von Volvo und so weiter ein paar Aussagen, aber die will ich jetzt gar nicht so stark in den Vordergrund stellen. Vielleicht sind für euch gerade diejenigen, die mal Robotik bei Reinhard Gernt gehört haben, die Asimovschen Gesetze bekannt. Ne? Kann man auch Hollywood-Filme gucken, das ist eigentlich immer ein Roboter, darf jemand nicht wehtun. Per se schon mal gut, weil dann kann es auch keine Terminator am Ende geben, weil das Robotersystem immer dem Menschen keinen Schaden zufügen soll oder auch darf. Wenn das entsprechend in Algorithmen etabliert ist, funktioniert das tadellos und dann muss man sich auch keine Gedanken machen. Ne? Die einzelnen Schritte da drin, einen Roboter im militärischen Feld einzusetzen, der widerspricht dem Ganzen ja schon ziemlich stark. Und auch in der aktuellen Programmierung von irgendwelchen Industrierobotern ist das so auch nicht unbedingt hundertprozentig machbar, dass sie nicht mal jemanden verletzen. Ich habe euch die Geschichte ja mal im Kasseler Werk von Volkswagen gesagt, wo dann ein Mensch in zwei Teile geteilt worden ist, weil er in dem Arbeitsbereich eines Roboters sich aufgehalten hat, in dem er per se nichts zu tun hatte. Aber per se auch keine wirkliche Grundlage dafür etabliert worden ist, zu erkennen, dass da ein Mensch ist, der da nicht hingehört. Ne? Generell lässt sich das alles auslegen in vielerlei Hinsicht. Also wenn man von Asimovschen Gesetzen spricht, ich kenne, glaube ich, keinen, der in der Robotertechnik unterwegs ist, der sich wirklich dran hält.
weil ansonsten würden wir keine Drohnen haben, ansonsten würden wir keine Nuklearbomben haben und so weiter. Wir hätten uns alle lieb, das wäre natürlich schön, aber so ist die Welt leider Gottes nicht. Ne? Volle Automatisierung, das ist das wichtige Stichwort in Level 4. Level 3 ist eben irgendwie nur so Hochautomatisierung. Da kann man sich auch noch mal ein Stück weit langhangeln oder sich noch mal das ein oder andere Beispiel anschauen, denn das wird auch für die Prüfungssituation relevant sein. So, was hatten wir da noch? Das waren die Geschichten mit den weniger lustigen Sachen, mit Kilometern und so weiter. Genau, Periode zwischen den einzelnen Kontrollinstanzen. Ja, nur 7 oder 14 Sekunden ist natürlich viel zu lange für alle möglichen Dinge, die da kommen. Ich denke, da kann man sich dran langhangeln, dass wir heutzutage 2022 schon ganz gute Kommunikationsschnittstellen haben, schon ganz gut auch im Bereich der Latenz angekommen sind, dass wir mit einer Relativgeschwindigkeit von 200 bis 500 km/h eigentlich schon eine Menge abdecken. Aber die Tücke liegt natürlich im Detail und vor allem auch das Stück weit viel wichtigere Systeme oder viel wichtigere Gründe in den Vordergrund zu stellen, dass ein Fahrzeug irgendwo als sicher interpretiert werden muss. Das muss von außen wie auch von innen ein Statement setzen, dass man sich als Fahrer oder auch als Mitfahrer da reinsetzt und wohlfühlt. Hier nochmal ein schönes Beispiel, das sind diese aufblasbaren Rückhaltesysteme. Die werden vorzugsweise bei Mercedes in den höherpreisigen Systemen eingesetzt. Ist eine schöne, charmante Sache, sorgt dafür, dass wenn man mal richtig dolle in die Eisen gehen musste, dann hier die Striemen, die sich am Körper irgendwo dann so ein bisschen rot manifestieren, signifikant reduziert werden können. Letztendlich ist es auch nur ein weiteres System, das über ein Blasebalg verfügt und dafür Sorge trägt, dass wir da weniger stark beansprucht werden. Kleiner Funfact, wir haben in der Vorlesung mal Systeme kennengelernt, mit aktiver und passiver Sicherheit. Das Rückhaltesystem war nochmal was für ein System? Aktiv. Ist es aktiv? Ein aktives System ist so definiert, dass es aktiv den Unfall vermeiden kann. Nee. Passiv. Dann muss es passiv sein, ne? Genau, weil es verhindert die Auswirkungen eines Unfalls, der nicht mehr vermieden werden konnte. Ne? Kann man gleichzeitig hier noch ein paar schöne Klausurfragen rein. Connectivity, auch mal kurz zur Vollständigkeit halber, es gibt CarPlay, es gibt Android Auto, es gibt Neuralink, es gibt QNX, all diese Dinge tummeln sich heutzutage in Automobilen. Die beiden Platzhirschen sind Apple CarPlay und natürlich Android Auto. Hat das schon mal jemand genutzt von euch? Ja? Sehr vorteilhaft oder eher so laienhaft? Kommt aufs Handy drauf an. Das kommt also das die Leistung, also mein Handy ist relativ schwach und dazu, wenn ich das verwende, dass es dann doch manchmal ein bisschen hagelig ist, aber das fällt mich daran nicht, wenn ich iPhone vor ein paar Monaten, und du hattest es ja, glaube ich, erst mit dem iPhone ausprobiert. Ja. Dann funktioniert das Problem auch mit einem besseren Android-Handy, funktioniert das Problem muss. Also ist das eigentlich ganz schick, weil man eigentlich das Laden vom Handy nutzen kann. Und die Handy-Funktion so auf dem Bildschirm dargestellt kriegt, dass man sich das auch bedienen kann. Mein Onkel freut sich immer, der hat dann öfter mal Dienst in einem Leihwagen und sagt immer, es ist immer toll, wenn er CarPlay hat, und dann verwendet er sein Handy und los und muss nicht erstmal mit dem ganzen eigenen Scheiß rumfrickeln. Also VW hat eine andere Bedienung, Mercedes hat eine andere, BMW, und dann muss er sonst immer mit irgendwelchen Menüs sich da durchfrickeln. Ja. Mit bei ihm ist halt CarPlay dann dementsprechend, schmeißt sein Handy, sein iPhone dran, verbindet es und dann läuft er. Das GUI ist immer so wie immer. Ich finde es teilweise schwierig, bei etwas älteren Autos haben ist es ganz cool, weil das noch nicht, das Auto noch nicht so komplett verknüpft ist mit dem Infotainment-System. Die ganz neu, es verbindet sich halt nicht wirklich mit dem Infotainment des Autos. Nein. Also man kann es abspielen, aber so eine gewisse Grundfunktion, zum Beispiel, wenn ich das Navi im Head-Up-Display nutzen möchte, dann kann ich Google Maps von Android Auto benutzen, aber dann ist das Navi im Head-Up-Display nicht aktiv. Ja. Das sind so gewisse Sachen. Genau. Das ist nicht hundertprozentig, das ist eine Extension, das ist keine Integration. Die Integration kommt erst nächstes Jahr. Das ist besser geworden, ganz toll. Da hat Apple und auch Google schon demonstriert, dass sie den Vollzugriff von einigen europäischen Automobilherstellern ins Infotainment-System haben und somit ihr Look and Feel nicht nur in das Navigationssystem, sondern auch in das klassische Dashboard, als auch in Setup-Display und so weiter integrierbar machen können. Da gibt es ein paar schöne Illustrationen, die kann man sich angucken, aber bei vielen Sachen muss man auch ehrlich sein, dieses klassische One More Thing von Apple ist eben nicht mehr so ausschlaggebend, sondern das kann dann auch noch mal ein paar Jahre dauern, bis das etabliert wird. Ne? Ansonsten klar, ich kann plötzlich das gleiche Look and Feel nutzen,
mit dem ich tatsächlich auch schon ein gewisses Maß an Vertrauen habe. Medienplayer, Musikplayer, irgendwelche Roadmaps und Trackings, irgendwelche Calls und Messages. Wobei das natürlich durchaus interessant ist, weil sich eine Nachricht vorlesen zu lassen, in dem jeder Emoji, und ihr programmiert wahrscheinlich eure SMS mittlerweile auch sehr gerne mit Emojis, der wird vorgelesen. Also Emoji mit traurigem Gesicht und weinenden Augen, also gibt da deutsche Übersetzung für, klingt unglaublich interessant. Wenn aber ihr dann eine Konversation habt, die fast nur aus Emojis besteht, dann versteht ihr das auch nicht, wenn das vorgelesen wird. Das ist aber wirklich schon kritisch. Ne? Ansonsten für so kurze Sachen total toll, ähnlich wie auch mit irgendwelchen Kopfhörern, kurz zu kommunizieren, schreibt meiner Mutter, ich komme 10 Minuten später oder wie auch immer. Das sind so diese kurzen Dinge, die in der Vergangenheit auch sehr gut mit irgendwelchen Variables funktioniert haben. Für Spotify ist es cool. Ja, ja, Podcast, Spotify, Apple Music, alles was damit so einhergeht, ist natürlich eine schöne Sache, weil ich dann die Verknüpfung direkt in die Lautsprecher des Fahrzeugs habe. QNX ist so ein bisschen das Betamax der Automobilindustrie, findet kaum Einfluss. Leider Gottes, da hat Apple und Google einfach eine ganz enorme Lobbyarbeit geleistet, ist per se das bessere System gewesen. Wetterinformation, Videochat ist mit drin, Microsoft Office voll integriert, Kamera für irgendwelche Bilder machen, Kalkulator, Podcast, E-Book-Reader, Videoplayer, Webbrowser, Infotainment und so weiter. Die Liste kann ich noch weiter ergänzen, dass das System vorsieht. Es gibt ein paar Asiaten, die haben das verbaut. Das ist ganz nett. Vor allem sicherlich nochmal wird das ein Revival erfahren, wenn wir im Bereich der automatisierten Fahrsysteme unterwegs sind, weil auch dort möchte Microsoft sicherlich ein bisschen mitreden. Und wenn ich die Office-Toolkette voll integriert in meinem Fahrzeug habe, mit Office 365 und da meine Präsentation nicht nur halten, sondern auch irgendwie gestalten kann, dann ist das für viele sicherlich schon ein Benefit. Andersrum gesagt, ich habe einen Wi-Fi-Hotspot im Auto, ich kann mein iPad nehmen und die Folie noch darauf generieren. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein totales Allheilmittel. CarNet, überspringen wir, brauchen wir nicht. Sieht schön aus, aber hat keinen großartigen Effekt. T-Prime kam nie, also können wir uns auch mit dieser Thematik ein Stück weit auseinandersetzen. Die K2K-Geschichte oder C2C-Elemente, da kann ich nochmal zusammenfassen aus den Vorträgen, die wir von der Nordsys gehört hatten. Also ja, das ist ganz toll und wir kommunizieren auf unterschiedlichen Wegen. Auf welchen zum Beispiel? Mobilfunk. Bitte? Ja, einmal die Vehicle-to-Vehicle. Ja. Was dann entweder über WLAN basiert, ja. C2C oder eben über CODs war. Genau. Aber dann hat man auch noch die Infrastruktur, Kommunikation, ja, die entweder explizit nochmal mit dem WLAN-basierten System eingerichtet werden muss oder eben Effekt. Also bei Management hat dann auch. Genau, also für mich wäre schon vollkommen ausreichend, wenn ihr wisst, es gibt einmal die WLAN-Hopping-Geschichte und einmal die Zelluaro-Geschichte, dass ich mit einem 5G oder mit einem LTE-Netz da kommunizieren kann und entsprechende Benefite oder auch kritische Konzepte habe, was die Beschleunigung von solchen Daten betrifft. Auf was ich aber eigentlich sprechen oder zu kommen wollte, ist nicht diese Thematik, sondern eine andere. Dafür mache ich mal kurz diesen Folienfilm hier weg. Und holen wir mal einen anderen hervor, denn ich wollte mit euch über eine Kleinigkeit reden. Da muss ich einen anderen Folienfilm kurz holen. Und das ist das Thema Ethik. Das mache ich eigentlich standardmäßig, das finde ich wichtig und da sollte man drüber reden. Das ist ein Folienfilm, der ist so ein bisschen in Schwarz getrimmt. Ist aber nicht schlimm, weil ich nur auf 2 oder 3 Sachen davon Einfluss nehmen möchte. Da gehen wir mal kurz gemeinsam drauf. Machen wir mal dick und gucken mal, ob das entsprechend im Stream aussieht. Jawohl, Ethik. So, das liebe Trolley-Experiment, wer kennt das? Ja, doch schon so einige, dann erzähle ich euch auch nichts Neues. Das ist ein ganz tolles Experiment, aus dem man wunderbar hervorgehen kann, wenn es darum geht, das Thema automatisiertes Fahren, das Eingreifen von einem System und oder Fahrer oder sogar einer Leitstand, also einem Remote-Fahrer, etablieren möchte. Ethik ist so ein ganz kleines, süßes Schweinchen. Das kann einem nämlich tatsächlich den Tag retten und gleichzeitig auch ziemlich versauen. In den meisten Fällen wird es mit einem Würfelwurf dargestellt heutzutage. Das heißt, es gibt einen Ereignisraum, 20 Lösungen für das Problem. Man würfelt eine Random-Zahl,
Es ist die 14 geworden, also verfolgt man in dem Systemtakt einfach mal die Lösung, die Nummer 14 vorgibt. Und bei T2, also einem Zeitschritt später, würfelt man wieder und da kommt dann vielleicht Lösung 7 bei raus. Und das nennt man dann fair. So ist die schöne Welt heutzutage. Das Experiment, ich will da mal auf zwei, drei Sachen eingehen. Ist klar, man möchte irgendwo, oder man hat hier die Situation wie folgt. 1, 2, 3, 4, 5 Leute liegen hier auf dem Gleis und wir haben hier eine Person auf dem Gleis und ihr seid dieser lustige Mensch dort auf der rechten Seite, der in der Lage ist, an diesem Hebel zu ziehen. Ne? Wenn ihr nicht zieht, werden 5 Leute überfahren, wenn ihr zieht, eine. Ein klassisches Problem. Jetzt habe ich eigentlich schon das Problem erörtert, denn ihr habt schon viel zu lange Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Denn das ist das eigentliche Problem beim Trolley-Experiment. Desto länger ihr Zeit habt, nachzudenken, desto mehr Informationen ihr über die Szenerie bekommt, desto leichter fällt es euch dort, eine Entscheidung zu treffen. Und das macht ihr als Mensch ganz bewusst. Ich gehe mal hier mit einem Exempel rein. Ne? Relatives, also das ist hier Mama, Papa, Bruder, Kind, Oma, Opa und da drüben ist deine Frau. Ihr müsst jetzt euch nicht melden, weil es wird ja leider Gottes aufgezeichnet. Aber ich denke, egal wie gut oder schlecht so eine Beziehung läuft, wird man zu dem einen oder zu dem anderen tendieren. Ja? Wenn es einfach nur random Personen sind, dann wird man sagen, so wie das auch jeder Superheld tun würde, das Leid von vielen überwiegt das Leid des Einzelnen und fährt man den einen zu Matsch und ist der Meinung, was Tolles gemacht zu haben. Hier hält man möglicherweise gerade seine Herzensdame auf dem Gewissen. Tauscht es gegen euren Mann aus, dann ist es euer Herzensmann. Das muss jeder selbst entscheiden. Ihr habt auf jeden Fall Einfluss genommen. Das heißt, ihr habt Einfluss auf eine Szenerie genommen, die ihr so tatsächlich auch hättet einfach bei dem Standard belassen können. Dann wären halt 5 Leute tot, das wäre halt eure Familie gewesen, aber ihr habt zumindest keinen aktiven Mord begangen. Denn das ist leider Gottes genau der Faktor. Ihr habt eine Entscheidung getroffen und müsst mit den Konsequenzen leben. Bitte. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich nichts tue und das gesehen habe und hätte eingreifen können, habe ich ja auch eine Entscheidung getroffen. Also das würde ich, also wenn sowas im Ernstfall, also jetzt so würde es nie wohl nie passieren, aber sowas vor Gericht geben würde, ich stand da aktiv, konnte eingreifen, also entweder, also habe ich eingegriffen, habe ich den aktiv irgendwie umgebracht, weil ich habe entschieden, dass der stirbt und anders habe ich aber auch nichts getan und habe, das wäre ein bisschen spannender Gerichtsfall, was da passiert. So, dass Menschen nicht bewertbar sind und auch nicht quantifizierbar. Man darf an dieser Stelle keine Entscheidung treffen. Rechtlich sind beide Seiten gleich viel wert, auch wenn genau. Es vielleicht intuitiv mehr Menschen vielleicht mehr wert sein können. Also genau. Dürfte ich wahrscheinlich nicht eingreifen, rechtlich? Soweit ich weiß nicht. Ja. Also ich müsste wenn man jetzt affektiv eingreifen, dann wird das, meine ich, als Affekt bewertet. Wenn genau. Man jetzt schnell irgendeine Entscheidung trifft, wird es schneller, weil das ist ja sehr, sehr konstruiert, aber im Allgemeinen, wenn man wirklich vorbereitet, Denkzeit nach darf man keine Entscheidung treffen. Ganz genau. Aber nichts machen ist auch dann keine Entscheidung in dem Fall. Ja. Es ist auch eine Entscheidung, die aber eine andere Konsequenz zur Folge hat. Und das ist das große Problem. Wir müssen zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten einfach in dem Raum für uns klarstellen. Aktion, Reaktion. Klassische Kausalität. Ne? Mache ich nichts, dann passiert das, weil das vorgesehen ist. Es ist einfach gerade... Leider Gottes das Szenario. Wenn ich was mache, habe ich aktiv Einfluss genommen und bin dann auch aktiv dafür verantwortlich, weil ich die Konsequenzen dann für mich eigentlich hätte abwägen müssen. Ich gebe das Beispiel aber mal ein bisschen, wir machen es mal krasser. Krebsforscher und jemand, der eigentlich schon fast tot ist. Also eigentlich, der macht nicht mehr lang. Oder die. Wie würde man da entscheiden? Weil gleich viel wert ist, darf ich einraten. Siehst du, genau. Aber aus dem Gefühl heraus hättest du wahrscheinlich eher die Thematik zu sagen, naja, der eine hat sein Leben gelebt, da kommt nicht mehr viel, die anderen könnten aber tatsächlich noch wirklich was in der Krebsforschung reißen, um zukünftigen Generationen vielleicht auch das Leben etwas verlängern zu können. Bloß, ihr merkt es jetzt schon, egal was für Beispiele ich da etabliere, ihr habt Informationen, könnt drüber nachdenken, ihr könnt selber abwägen, dann, ja gut, das aber so mache, dann passiert das und ich das mache. Das ist so das klassische Alpha-Leader-Problem bei Brettspielern. Ne? Gerade wenn man da auch mehrere Ausweichmöglichkeiten hat, dann stehen die da 20 Minuten bei Risiko und gucken, na, wenn ich jetzt das mache, dann macht aber der das. Nicht ohne Grund gibt es bei klassischen Schachspielen ja diese Uhren, damit man nicht so lange Bedenkzeit hat. Das sollte man vielleicht überall verwenden.
So. Vier Strangers und Hitler und ein Neugeborenes, ne? Also wir sind natürlich irgendwo frei, unsere Aktionen auszuführen, weil wir freie Menschen sind. Wir sind aber nicht frei bei der Wahl von Konsequenzen, denn die ist immer mit der Kausalität verknüpft. Und das wird auch das automatisierte Fahren betreffen. Vor allem auch das automatisierte Fahren, denn da wird es immer Situationen geben, wo vielleicht ein Unfall nicht vermieden werden kann, aber die Konsequenzen oder die Auswirkungen unterschiedlich sein können. Ich fahre mit dem Auto lieber den Graben runter und sorge dafür, dass der Insasse möglicherweise sich verletzt. Oder ich fahre in eine Kindergruppe rein, weil das irgendwie gerade dasjenige ist, was man da erwürfelt hat oder. Also es gibt viele Möglichkeiten und Wege, die nach Rom führen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur bedenkt eine Kleinigkeit. Ihr habt für, nehme ich mal den Preis vom IPS, für 170.000 Euro eine Kanzel gebaut, die dafür da ist, euch zu schützen. Die wird für alles Entscheidungen treffen, aber nicht euch zu verletzen. Das heißt, die allerletzte Instanz wird es sein, gegen den Baum zu fahren. Die allerletzte Instanz wird es sein, den Graben runterzufahren. Weil ihr habt mit dem Geld, das ihr da reingegeben habt, eigentlich auch schon so ein Schutzschild um euch drum gebaut. Und damit sind auch ethische Grundlagen jetzt nicht ad acta zu legen. Um Gottes Willen nicht. Wir müssen darüber sprechen und wir sollen das auch in irgendeiner Form auch etablieren und das Mindset aufgreifen. Nur wenn der Wunsch nach einem Determinismus herrscht, das kennt ihr ja aus wahrscheinlich theoretischen Informatik den Begriff, ne, immer wiederkehrend, gleichbleibend und so weiter, also unser Algorithmus deterministisch ist, dann ist der auch so, dass wenn ich reinprogrammiert habe, dass er immer kleine Kinder überfährt, komplett korrekt abgelaufen, wenn er immer kleine Kinder überfährt. Ethisch ist das Shit. Ne? Programmiertechnisch hat man aber leider Gottes ganz oft diesen Wunsch nach einem Determinismus, nach einer deterministisch ablaufenden Welt. Und da ist immer klar Aktion und Reaktion. Die soll wiederkehrend gleiche Ergebnisse produzieren. Nicht, dass wenn ich zweimal die gleiche Situation betrachte, zwei unterschiedliche Aussagen bekomme. Das wäre doof. Supi. Ja, da kann man jetzt noch 1000 Stunden drüber iterieren. Will ich gar nicht machen. Ich glaube, eine Kleinigkeit war noch mit dem Würfelwurf hier relevant. Genau, dass man das eben auch nochmal sieht. Ne? Fahre ich jetzt irgendwie nach links oder nach rechts? Töte ich möglicherweise einen Radfahrer oder töte ich zwei Fußgänger? Das ist jetzt beides doof. Ne? Oder fahre ich geradeaus und töte mich selbst? Das kann man als Fahrer, wenn man das selber entscheiden kann, hinterm Steuer ist, vielleicht im Affekt noch entscheiden, vielleicht aber auch eher nicht. Es kommt ein bisschen auf die Dauer an, in der man da Überlegungen treffen kann. Bei einem autonomen fahrenden Fahrzeug, wo so eine Situation vielleicht sogar auch passiert, ohne dass der Insasse davon etwas merkt, weil er gerade schläft oder anderswertig beschäftigt ist, ist das aber durchaus eine interessante Fragestellung, wie künftig Systeme, künstliche Intelligenzen auf diese viele Anzahl von unterschiedlichen Szenarien, die gerade im urbanen Bereich auf uns einprasseln, reagieren werden. Nehmt eine klassische Fahrt durch eine verkehrsberuhigte Zone und ihr findet 1000 Beispiele, wo es schiefgehen kann. Und das ist der Stand, der Status, den wir heute auch noch haben, 2022, ist das also auch noch nicht bis zum Ende durchgeforscht, sodass wir auch das Thema automatisiertes Fahren nicht damit einherbringen lassen können. Und das ist ein wunderschönes Zitat, da zitiere ich mich selbst. Da habe ich mal auf einem Kongress gesprochen mit der Bundesregierung zusammen, wo ich die Frage bekommen habe, ist denn autonomes Fahren am Ende das Heilmittel, um Unfälle zu vermeiden? Und das kann man ganz klar verneinen. Denn es wird weiterhin Unfälle geben, es wird weiter auch tödliche Unfälle geben. Durch das automatisierte Fahren gibt es aber genug Sensoren und Aktuatoren, die den Unfall aufzeichnen, die den Unfallhergang protokollieren und dafür auch als Input dienlich sind, künftigen Programmierern und Programmiererinnen das Handwerkzeug an die Hand zu legen, nicht nur die Befähigung zu haben, etwas zu programmieren, sondern auch die unterschiedlichsten Szenarien einfach auch adressieren zu können. Denn wir können nicht alles wissen, die Tücke liegt im Detail und wir müssen einfach aus den Fehlern lernen. Das ist eine ganz grundlegende Instanz natürlich, aber wir müssen es einfach tun. So, das wäre für, ich sag mal, die Veranstaltung hier auch so ein Stück weit das Schlusswort, das Schlussplädoyer. Ich würde vorschlagen, wir lassen ein bisschen Luft rein, machen eine kurze Pause und dann machen wir weiter mit der Klausurvorbereitung. Perfekt.
an die Audience da draußen. Habt nichts verpasst, auch wenn es hier ein bisschen länger gedauert hat. Ging letztendlich nur über Prüfungsgebaren von anderen Dozierenden. Ist also nichts Tragisches. Ich werde euch jetzt mal den Bildschirm freigeben, in der Hoffnung, dass man das auch sehen kann. Ich kontrolliere das nebenbei mal, das sieht ganz gut aus. Ich mache für euch online hier jetzt mal kurz die Kamera weg, damit ihr auch den kompletten Input habt. So, die sollte jetzt eigentlich weg sein. Keine Ahnung, wo sie ist. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr da. Und dann können wir hier mal über die Prüfung gucken. Also, ihr werdet so eine Prüfung nicht bekommen. Das muss jedem Einzelnen hier im Raum relativ klar sein. Das wird am Ende eine Prüfung in Moodle sein. Ihr werdet euren Rechner mitbringen. Wir werden dort 30 bis 40 Fragen, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger drin haben. 60 Minuten ist ein guter Sweet Spot. Und ihr werdet mehr Zeit zur Verfügung haben als diese 60. Warum? Weil einfach technische Probleme mit eingeplant werden müssen, weil es sein kann, dass man mal aus dem Internet fliegt oder was auch immer der Rechner streikt oder. Also rechnet so mit 10% Offset oder so oben drauf und dann macht man das rund, dass wenn so 60 Minuten 10, dann 6, dann würde ich 70 Minuten oder 75 Minuten zur Verfügung stellen. Ihr werdet aber definitiv nicht diese Zeit beanspruchen müssen. Wenn ihr euch gut vorbereitet habt, selbstverständlich. Die Regeln, die hier so stehen, also Bücher, Notizen, Taschenrechner dürfen nicht benutzt werden, würde ich beibehalten, hat den charmanten Vorteil, dass die Prüfung leichter wird. Berechnungen, die ihr durchführt, wenn sie denn durchgeführt werden müssen, sind so durcheinander teilbar, dass man relativ schnell auf eine gerade Zahl kommt, ohne irgendwelche Engpässe. Ihr dürft einen Notizzettel mitnehmen und dürft auf dem auch Notizen machen. Aber es ist nicht erlaubt, irgendwelche Folieninhalte, Spickzettel oder Ähnliches mitzunehmen. Vielleicht auch noch mal kurz zur Durchführung. Da das hier in Moodle stattfindet, ist natürlich auch klar, dass ihr jetzt nicht unbedingt die Folienunterlagen aufhaben dürftet, Wikipedia oder, sondern ihr habt dann dort euer Moodle-System. Wir gehen auch relativ streng durch die Reihen durch und gucken, dass da keiner mit irgendwelchen Cheats hantiert. Aber wie gesagt, die Unterlagen an sich sind so nicht erlaubt, dadurch wird die Prüfung leichter. Dass man das irgendwie in ordentlicher Art und Weise strukturieren etc. muss, ist ganz klar. Ohne klare Zuordnbarkeit oder Zugehörigkeit, Punktabzug. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich gerne nochmal erläutern möchte. Ihr werdet nie für eine Teilleistung 0 Punkte bekommen. Also, keine Ahnung, es gibt eine Aufgabe, die hat 10 Punkte und ihr habt davon 8 erreicht. Dann machen eine Dozenten das gerne, es ist halt nicht vollständig, also 0 Punkte. Das gibt es hier nicht. Sondern ihr bekommt die Punkte, die ihr auch erreicht. Das heißt, wenn ihr von 10 Punkten 8 erreicht habt, dann bekommt ihr diese auch. Das gleiche gilt auch bei möglichen Multiple-Choice-Fragen, ne, wo ich mehrere Sachen ankreuzen kann. Nennen Sie mir die Vorteile vom automatisierten Fahren oder nennen Sie mir die Vorteile von einem LED-Matrix-Scheinwerfer und da sind irgendwie, weiß ich nicht, 6 Möglichkeiten und 3 sind davon richtig. Dann kreuze ich die 3 an. Und dann habe ich 3 Punkte, ne, gucken wir nach später auch nochmal drauf, wenn das schon so steht, 3 Punkte, dann ist das ein ziemliches Indiz dafür, dass es da wohl 3 Sachen gibt. Wer dann jetzt nicht explizit zugehört hat, dann tut es mir dann auch leid, wenn man nur 1 oder gar 5 ankreuzt. Ne? Bitte. Werden falsche Punkte wieder abgezogen? Nein, genau auf das wollte ich hinabsteigen, auf das schmale Brett. Also es ist nicht eine Prüfung, die im Recht oder in der Medizintechnik stattfindet, wo falsche Antworten tatsächlich Minuspunkte generieren. Was fies ist, weil dann kann man mit einer Frage oder 2 oder 3 nicht so ganz gut beantworteten Fragen so viele Minuspunkte gesammelt haben, dass man schon gar nicht mehr bestehen kann. Das machen wir nicht. Es gibt entweder Punkte oder es gibt sie nicht. Bitte. Wie ist das dann bei einer Multiple-Choice-Regel, wenn ich dann, ich sage jetzt mal, ich habe 5 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, 3 davon sind richtig, und ich kreuze einfach alle 5 an? Das geht natürlich nicht. Ne? Also die Falschen kriegen keinen Minus, aber eben auch keinen Punkt. Das heißt, wenn du jetzt alles falsch angekreuzt hast, dann werde ich das natürlich umrechnen müssen. Aber du kommst nie unter deine 0 Punkte. Ne? Genau. Bei Single Choice ist es klar, da gibt es eine Antwortmöglichkeit und die muss sitzen. Das System erlaubt euch auch nicht mehr als 2 anzukreuzen bei einer solchen Frage. Ne? Auch so als Hilfestellung. Multiple Choice Tests sieht man, da ist einfach mehr Punkte möglich und meistens diese eckigen Kästchen, wo ich dann Haken setzen kann oder auch mehrere Haken setzen kann. Beim Single Choice ist es ein Radio Button, wo ich eben nur eine Auswahlmöglichkeit habe. Also auch von der
prozentualen Chance, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, was ich nicht hoffe, dann habt ihr bei 4 Antwortmöglichkeiten 25% richtig zu liegen. Zugegebenermaßen nach Adam Riese auch 75%, um falsch zu liegen. Hm? Aber lieber kreuzt irgendwas blind an, in der Hoffnung, dass es richtig ist, als es komplett auszugrauen. Denn dann kann man da auch nicht mehr viel helfen. Geheimnisvolle, nicht zutreffende Antworten erhalten auch nicht die volle Punktzahl. Also wenn irgendeine, weiß ich nicht, Antwort so aus dem Himmel kommt und es ist aber nach einer Idee gefragt, die möglicherweise einen Regelkreis darstellt oder, und man hat dann nur das Ergebnis und die Herleitung dazu fehlt vollständig, dann traue ich euch vieles zu, aber vielleicht nicht das komplett im Kopf konstruiert zu haben. Ne? Roter Stift und Bleistift und so ein Spaß müssen wir hier an der Stelle überhaupt nicht drüber reden. Also, lasst uns mal über wichtige Dinge reden. Da haben wir nämlich hier schon mal Frage 1. Nennen Sie die Definition von Fahrerassistenzsystemen und geben Sie an, auf welche Weise ein FAS vor oder während kritischer Systeme bei Situationen den Fahrer unterstützt. 4 Punkte. Am Ende ist es Moodle. Also das ist jetzt hier natürlich einfach nur eine Sammlung von alten Prüfungsfragen. Guckt immer erstmal, wie viele Punkte. Und Jens, schreibt jetzt keinen Roman bitte, sondern dann, wenn dort 4 Punkte steht, dann mache ich 4 Haken. Ich will also 4 Sachen wissen. 4 Bullet Points, wenn man so möchte. Ja? Bitte. Wir werden das aber so machen, dass wir auch so Freitext haben. Oder? Ihr werdet auch Freitextfragen haben. Ihr werdet Single-Choice-Fragen haben. Ihr werdet Multiple-Choice-Fragen haben. Ihr werdet Drag-and-Drop-Fragen haben, wo ihr mehrere Antwortmöglichkeiten unten habt und könnt die dann entsprechend zuordnen. Ihr werdet War-Falsch-Fragen haben. Die habt ihr ja so geliebt im Slido. Ne? Das sind so die Arten, die dort dran kommen werden. Und bei dem War und Falsch einfach ganz wichtig, Ruhe bewahren, tief durchatmen, einmal lesen. Klingt das plausibel? Oder habt da vielleicht ein kleines Wortpärchen dafür gesorgt, dass man der ganzen Finte nicht aufs Korn geht? Ne? Das muss man dann selbst für sich gestalten. Aber ganz wichtig, und das ist das Beispiel, was ich ursprünglich illustrieren wollte, hier stehen schon Punkte dran. Das heißt, ihr wisst schon etwa, wie viele Sachen zum Abhaken also dahin gehören. Zwei, zum Beispiel 4 Sensoren. Genau. 4 Sensoren, Kamera, genau. Perfekt. Genau. Das heißt, auch so würde ich hinschreiben. Ja. Wenn ich es expliziter haben möchte, würde es dort stehen. Ne? Also nennen und beschreiben Sie die Funktionalität des jeweiligen Sensors, wäre ihn nennen und beschreiben wo. Wenn ich sage, nennen Sie und verorten Sie das Ganze, dann müsste man da vielleicht auch noch die Positionierung klar definieren. Ne? Also man kann da ziemlich viel machen. So, bewenden Sie folgende Aussage. Moderne Fahrerassistenzsysteme erkennen und bewerten Fahrerzustände und Situationen mit. Ne? Kamera, LIDAR, Radar, Algorithmen, also relativ breit gefächert. Fahrerassistenzsysteme werden oftmals in 2 Kategorien unterteilt, die übersteuerbaren und nicht übersteuerbaren Systeme. Worin besteht der Unterschied? Und geben Sie jeweils ein Beispiel an. Ne? Das heißt, was ist überhaupt übersteuerbar? Was ist überhaupt untersteuerbar? Übersteuerbar und nicht übersteuerbar? Und was sind dafür Beispiele? Ich würde sagen, übersteuerbar ist schon über Spurhalteassistent, also ich kann ihn immer zurück, ich kann ihn aber übersteuern. Mhm. Und nicht übersteuerbar ist ein Level 5 autonom fahrendes Auto. Zum Beispiel, ja. Ich bin nicht mehr in der Lage anzugreifen. Ja, genau. Das ist auch schwierig gewesen. Genau. Vollkommen richtig. Also eigentlich ist das kein Hexenwerk. Das sind natürlich jetzt solche Fragestellungen, die natürlich irgendwo auch nicht mehr so die Riesenbrisanz haben. Aber man kann da schon ganz gut mit arbeiten. Gehen wir mal oben in die Ecke rein. Sowas könnte dann mit so Drag-and-Drop kommen, ne? Dass man die entsprechenden Antworten dort rüberzieht oder einen X macht oder irgendwas anklickt oder. Also die Art und Weise, wie man das präsentiert, die kann tatsächlich ziemlich stark variieren. Ne? In der Fahrzeugtechnik spricht man auch von Längs- und Querregelung. Ordnen Sie den Assistenzfunktionen den beiden Begriffen zu. Kennzeichnen Sie Ihre Entscheidung durch ein X. Antiblockiersystem, elektronisches Stabilitätsprogramm, Spurwechselassistent, Tempomat, automatischer Einparkassistent. Ne? Antiblockiersystem ist die Längsführung dann. Sie. Elektronisches Stabilitätsprogramm ist Querführung. Sie. Spurwechsel auch Querführung. Sie. Tempomat Längsführung. Sie. Automatisch Einparksystem Querführung. Beides. Beides. Ich würde sagen, beides. Genau. Beides. Ja, kreuzte beides an. Also auch kein großartiges Hexenwerk. Natürlich wird es diese Frage so nicht geben. Ne? Aber wir haben ja auch andere Assistenzsysteme kennengelernt, wo ich dann auch nicht nur nach Lex- und Querführung fragen kann, sondern vielleicht nach Sicherheitssystem, Komfortsystem oder. Ne?
Dann vergleichen Sie einen Abstandsregeltempomat mit einem Stop-and-Go-Assistenten. Worin bestehen die Gemeinsamkeiten und worin unterscheiden Sie sich? Der Abstandsregeltempomat hält den Abstand zum vorigen Fahrzeug. Und wonach? Muss ich vorher irgendwelche Einstellungen? Muss die Geschwindigkeit setzen, die man fahren möchte. Mhm. Und dagegen guckt er, ob das passt. Mhm. Und bremst auch bis zu einem bestimmten Punkt ab, aber nicht komplett. Mhm. Und bei Stop-and-Go bleibt das Auto auch komplett stehen und fährt wieder an. Genau. Brauche ich dafür mehr Sensoren? Nee. Einfach nur Software, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wie viele Sachen, die wir kennengelernt haben. Also auch das ist vom Mindset relativ leicht und bekömmlich, würde ich sagen. Zeichnen werdet ihr nicht müssen. Nein. Zeichnen werdet ihr nicht müssen. Also wenn das Skizzieren steht, dann müsst ihr da jetzt nichts zeichnen. Ich würde dann meistens so eine Offboard-Diagnose oder eine Onboard-Diagnose illustrieren und ihr müsst vielleicht die Begrifflichkeiten, die da mal gefallen sind, an Ort und Stelle draggen. Ja? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also Unterschied zwischen Offboard- und Onboard-Diagnose, möchte da jemand, bitte? Onboard-Diagnose macht man auch zum Beispiel selber, ja. Wenn man Kontrolle angeht, wenn jemand fehlerbehaftet ist. Offboard-Diagnose wäre zum Beispiel mit genau. Genau, wird von außen getriggert und dient dann dementsprechend der Analyse, wenn das Fahrzeug irgendwo steht, Werkstattanalyse und. Also vollkommen richtig. Oh, dann gehen wir hier oben in die Ecke rein. Das Bild dürftet ihr kennen, das kommt aus der Vorlesung. Wahnsinn, hat Methode. Oh, sorry. Na komm, jetzt muss ich das hier mal so richtig vorsichtig nach oben führen. Na, ein bisschen zur Seite. Ne, das hatten wir schon. Pre-Crash. Ja. So. Vergleichen Sie die Informationsverarbeitung des Menschen bei der Fahrzeugführung mit einer von technischen Systemen. Also einfach Vorteile, Nachteile. Beziehungsweise in diesem Fall geht es letztendlich um die Vorteile eines Menschen gegenüber eines Systems und oder aber auch eines Systems gegenüber eines Menschen. Ja? Da kann man auch so ein bisschen sicherlich das Gehirn mit einziehen, aber vor allem auch Erfahrung. Vor allem eben auch Ungerechtigkeitssinn sicherlich auch mit einhernehmen. Aber ansonsten haben wir die klassischen Sensoren Augen, Ohren, Mund, Nase. Beim Auto haben wir irgendwelche Kamera, LiDAR oder sonstige Sensoren. Die werden dann hier irgendwo mal illustriert. Ein Mensch ist zum Beispiel kein Ethiken entscheiden? Zum Beispiel kann auch über... aber du kannst dem Menschen auch eine Scheißethik beibringen. Ne? Ja gut, aber... Das ist halt so, ne? Wenn du irgendwie so einen ganz fiesen Menschen da hast, der ein totaler Grinch ist, dann wird er natürlich auch anderen nach dem Leben trachten. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ne? Aber grundsätzlich die Aussage, dass... Das ist mein Vorteil. Man geht ja davon aus, dass nicht alle abartig böse sind. Genau. Dann ja, ein Mensch funktioniert auch, wenn Schnee und Eis ist und Sensoren gedeckt werden. Genau. Für uns jetzt hier an Ort und Stelle, das wird ja so nicht in der Prüfung kommen, aber das Mindset daraus. Ich kann ja allein aus dieser Frage 7, kann ich ja 6 unterschiedliche Fragen machen. Ne? Nennen Sie mir mal Vor- und Nachteile von den Augen des Menschen gegenüber einer Stereokamera. Ne? Ja. Wenn man traurig ist, weinen die. Sieht man schon mal ziemlich schlecht. Ne? Ich habe ein Auto noch nicht weinen sehen, aber... Kamera, aber Augen können schlechter werden. Genau, Kamera auch, aber... ne? Das sind dann so die Dinge, darauf kann man... Aber dann tauscht man sie aus. Genau, ist schwieriger. Genau. Sie wollen ein System zur Erhebung von Fahrstreifen, zur Erkennung von Fahrstreifen anfertigen. Welche Sensortypen und Einbauorte wählen Sie dazu sinnvollerweise aus? Erklären Sie kurz das Vorgehen, um die genannten Anforderungen mit möglichst geringer Rechenkapazität zu erreichen. Da ist jetzt so 2, 3 Dinge drin, die so eine Frage interessant machen. Rechenkapazität heißt also zum Beispiel... vielleicht ein Stereokamerabild jetzt nicht so interessant, weil das Gegenteil darstellt. Ich brauche viel Rechenleistung, um das zu etablieren. Da einfach versuchen, eine wirklich Basisinformation hinzubringen und diese entsprechend dann dort zu verorten. Tendenziell werden diese Fragestellungen eher in Single- oder in Multiple-Choice-Form oder in Wahr- oder Falschaussagen bündeln. Wir werden also vielleicht, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, 5, 6, 7 Fragen haben, in denen ihr wirklich Freitexte formulieren müsst. Ne? Das meiste ist eigentlich ziemlich straightforward, wo ihr Aussagen treffen müsst oder euch zu einer Aussage hinreißen lassen müsst. Kommt immer drauf an. Gerade Multiple- und Single-Choice-Fragen auch keine Angst haben, wenn da irgendwie innerhalb von 60 Minuten 40 Fragen auf euch reinprasseln.
Das ist einfach Stand der Dinge. Ihr werdet für eine Single-Choice- und Multiple-Choice-Frage, wenn ihr sie lest und beantwortet, nie länger als eine Minute brauchen. Ich gebe euch schon mal ein bisschen mehr, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, im Nachgang dann nochmal eure Entscheidung vielleicht zu validieren. Genau. So, was haben wir hier noch Schönes? Um das Unfallrisiko bei Dunkelheit zu verkleinern, sind moderne Fahrzeuge mit sogenannten Night Vision Systemen ausgestattet. Erläutern Sie die Funktionsweise von aktiven und passiven Night Vision Systemen und zeigen Sie dabei den prinzipiellen Unterschied zwischen beiden Systemen auf. Oh. Das Schöne ist, mit dem, was wir jetzt gerade machen, nimmt man nochmal so eine schöne Rekapitulation vor. Man geht durch die einzelnen Stufen durch, man erlernt jetzt auch nochmal so ein bisschen, wie war das mit dem Aktiven und dem Passiven. Wenn man also diese Sachen für sich jetzt einfach so im Kopf durcharbeitet, kriegt man da meistens einen Lösungshorizont. In der effektiven Prüfung ist es natürlich ein bisschen straffer, ein bisschen schracker. Da kann es sein, dass ich vielleicht ein Bild zeige und ihr müsst eine Entscheidung treffen, ist das eher zugeordnet im klassischen aktiven oder passiven System. Wo liegen möglicherweise dann darauf folgend auch die Vor- und die Nachteile. Also man kann das ein kleines bisschen digitaler gestalten. Ansonsten müsste klar sein zum jetzigen Zeitpunkt, dass es A, unterschiedliche gibt, dass die einen eben auch durchaus tote Gegenstände oder auch kalte Gegenstände darstellen können, währenddessen durch das klassische Ultraschall, violette Licht, das IR-Licht, mehr warme Objekte in den Vordergrund gestellt werden. Das ist eigentlich so der klassische Unterschied zwischen beiden Systemen. Auch hier gegeben sei ein Assistenzsystem, kann ich austauschen, ob das jetzt ACC oder was auch immer ist, Spurhalteassistent. Also allein an dem Szenario kann ich schon mehrere Sachen versuchen. Also sollte etwas ähnlich ausschauen in der Prüfung, guckt nochmal genau hin und gibt nicht die Antwort, die wir jetzt gegeben haben. Das Szenario ist durch die folgende Grafik gekennzeichnet. Offensichtliche Problematik, beschreiben Sie einen möglichen Lösungsansatz. Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Problematik aufgelöst wird? High-Definition-Mapping, Car-to-Car-Kommunikation, Stereo-Kamera, irgendwie ganz exorbitant coole Sachen. Aber bleibt da bitte realistisch. Einfach nur aufzunennen, was man so für tolle technologische Konzepte da man etablieren könnte, ist eine Sache. Da steht aber den Lösungsansatz. Da kommt es drauf an, wie will man diese Systeme miteinander einhergehen lassen. Eins meiner Klassikerfragen ist fast noch nie nicht vorgekommen. Beschreiben Sie und skizzieren Sie stichpunktartig den Prozess des heutigen Pre-Crash-Assistenten beim Auffahren eines Stauendes in Nebel. Formulieren wir die Frage um, welche Sensoren und Aktuatoren sind dafür notwendig und warum? Bitte. Einmal Radar. Weil warum das, Radar? Weil Radar ist doch scheißegal, ob daneben ist. Richtig. Die Kamera kann unter Umständen nicht mehr sehen. Genau, Kamera hat unter Umständen die gleiche Sicht wie der Mensch auch, nämlich nichts. Und ein Radar kann durch den Nebel durchschauen. Und möglicherweise Hindernisse erkennen, reduzieren von Geschwindigkeiten und so weiter und so fort. Also es steckt in so einer Frage tatsächlich viel mehr drin, als man auf den ersten Blick so vielleicht erkennen mag. Gerade das Thema mit dem Stauende, da muss einfach die Thematik Radar, haben wir aber darüber gesprochen, dann auch kommen. Ne? Und noch mehr? Gut, das war schon mal Frage 1. Gehen wir auf die nächste Prüfung. Und da werden wir merken, dass der Wahnsinn durchaus Methode hat. For the English guys here in the room, there will be a multi-language or let's say multi-lingual examination. You will have the examination in English and then in German. It is absolutely the same. The only thing is that in one side you have the translation inside of the exam. So there will be the German answer, and beside that there will be the English answer as well. I think we will use italic for separate this better for vision purposes, of course. But when you had some troubles with the German wordings or the German language itself, we have it multilingual. So there's no need to worry about that. So, dann haben wir schon wieder was Nächstes. Auch hier gucken wir mal, was wir da so Schönes finden. Da sieht es nämlich ein bisschen bunter aus. Ne? Um das Unfallrisiko bei Dunkelheit zu verkleinern, as you can see it here, here is multilingual, you have here the English sentence underneath. Um das Unfallrisiko bei Dunkelheit zu verkleinern, sind moderne Fahrzeuge mit sogenannten Night Vision Systemen ausgestattet. Erläutern Sie die Funktionsweise von aktiven und passiven Systemen. Kennt man, hat man schon mal gehört von. Ne? Wenn ich das zweimal irgendwie genannt habe, werde ich es kein drittes Mal machen. Aber Umstellen von Fragestellungen ist ja durchaus valide. Dann,
Zeichnen Sie. Müsst ihr natürlich nicht mehr machen, aber an sowas kann ich natürlich etwas dragen und droppen. Das ist dann durchaus möglich. Zeichnen Sie in der unterstehenden Grafik vier mögliche Anwendungen für Variablen Ablendlicht ein und benennen Sie dieses. Ne? Kann man Auto hinmachen, wie sieht das aus mit dem Ablendlicht? Da kann man schön unterschiedliche Anwendungen illustrieren. Auch hier wieder ganz wichtig, da die Punkte, achtet da einfach drauf, das hilft enorm zu sehen, wie viel muss ich da jetzt eigentlich leisten. Dann beschriften Sie den dargestellten ACC-Zustandsautomaten mit Systemzuständen, das sind die Kästchen, und den Systemübergängen, im Englischen das Transition, das sind die Pfeile. Ne? Von System ist aktiviert, System ist nicht aktiviert, etwas erkannt, etwas nicht erkannt und so weiter und so fort. Das kann auch als Beispiel hier betrachtet werden, um möglicherweise auch die Hausaufgabe, die hier gestellt worden ist, entsprechend zu versehen. Hier unten folgende Begriffe können eingesetzt werden. ACC-Zeitlückenregelung, ACC-Standby, ACC-Aktivieren, Deaktivieren, ACC-Geschwindigkeitsregelung, ACC-Aus, Ein, Aktiv. Ne? Also es ist auch möglich, dass ich euch diese Antwortmöglichkeiten schon mal unterbreite und ihr sie ausschließlich an die richtige Position heften müsst. Ne? Ich werde da jetzt nicht so fies sein und fünf weitere Begrifflichkeiten erfinden, nur um euch die Aufgabe etwas komplexer gestalten zu lassen, sondern wenn es diese sind, dann müsst ihr die an die richtige Ort und Stelle führen. So, nennen und erläutern Sie drei wesentlich benötigte Schritte zur Aktualisierung einer Belegkarte mit einer neuen Sensormessung. Der Umgang mit dynamischen Objekten kann hier vernachlässigt werden, also rein diese statische Geschichte dort. Ne? Welche Schritte sind notwendig, um dort irgendwie mittels der Sensormessung an den Objekten vorbeizukommen, sie möglicherweise zu identifizieren, zu detektieren und so weiter und so fort. Ne? Auch Bestandteile hatten wir genauso bildlich in der Vorlesung. Auch hier, Shit. So, da haben wir es. Wie haben wir es hier genau genannt? Auf welcher Ebene der Fahrzeugaufgabe nach Dodges, stabilisieren, führen und navigieren, greift ESP in der Fahrzeugführung ein? Auf welche Weise unterscheidet sich ACC von ESP bezüglich der Eingriffsebenen? Steht im Folienskript so drin, kann man nochmal genauer drüber gucken, aber da findet man eine Aussage zu. Und auch hier, es ist ein Beispiel von Anno dazumal, ob die Frage so kommt, wage ich stark zu bezweifeln. Gegeben sei folgende Grafik, erläutern Sie die notwendigen Sensoren, um automatisiert in eine enge Garage zu fahren. Machen Sie die Positionierung der Sensoren in der Grafik kenntlich. Ne? Da könnte ich dann auch unten irgendwas hinkritzeln. Ihr macht per Drag and Drop etwas in diese Geschichte hinein. Und da kann es sein, dass man das mit Kameras macht. Es kann sein, dass man Ultraschallsensoren dafür weiterhin verwendet. Ich will jetzt nicht sagen, seid da unglaublich kreativ, sondern macht so ein bisschen, wie der Stand der Technik es euch darstellt. So, die Firma Basch, die ist immer gut. In ihrer Firma Basch soll für einen Kunden ein neues ACC-System entwickelt werden, das wirtschaftlich hergestellt werden kann und möglichst unabhängig von Witterungsbedingungen und Witterungseinflüssen arbeitet. Sie werden beauftragt, aus Ultraschall, Radar, LIDAR, Mono- und Stereokamera den passenden Sensor auszuwählen. Nennen Sie Ihre Wahl und begründen Sie kurz Ihre Entscheidung. Ja, warum? Ja, weil die Funksignale, egal wer, ob es regnet, ob es stürmt, was auch immer, durchgeht. Genau, sehr schön. Und dann gibt es ja da oben auch noch welche, die wir jetzt genannt haben, aber die nicht ausgewählt worden sind. Das heißt nämlich zum Beispiel LIDAR, Ultraschall, Monokamera, Stereokamera. Warum habt ihr die nicht genannt? Ultraschall ist zu groß. Ja. Kamera kann bei Nebel oder ganz schlecht wird auch ständig sehen. Was hatten wir noch? Stereokamera ist das gleiche. Ja, ne? Das gleiche. Ja, und dann hatten wir noch Ultraschall, Radar, LIDAR. Bisschen kurz vielleicht. Merkt ihr was? Beide wären valide. Ne? Das heißt, es ist auch nicht um euch zu ärgern, sondern wenn ihr jetzt sagt, ja nee, LIDAR will ich nehmen, weil Radar möchte ich nicht, dann landet das eine entweder da oben oder da unten. Aber beide Möglichkeiten wären valide und würde es auch 5 Punkte geben. Sehen, da müsste ich jetzt unser Message hier, warum nicht? Also. Richtig, und das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja keine Diskussion führen mit das hätte, könnte, wollte, sondern wir wollen ja letztendlich irgendwo auch so eine Prüfung am Ende positiv enden lassen. So, hier,
Die Detektion und Verfolgung von Objekten mit Radar- und oder LIDAR-Sensoren kann in 5 Schritten gegliedert werden. Geben Sie eine stichpunktartige Erläuterung der jeweiligen Schritte an. Es gibt eine Vorverarbeitung, ein sogenanntes Pre-Processing. Wie würde das vonstatten gehen? Ne? Einfach eine Idee dazu. Dann die Segmentierung, das Segmentation. Gucken, wir hatten das mit diesen Tischtennisschlägern. Erinnert euch, diese hässliche Folie, wo erstmal irgendwie nur so komische Klötze um das Fahrzeug drumherum sind und desto mehr Informationen ich habe, weiß ich, das ist ein Moving Target, das ist ein stationäres Target, das ist möglicherweise ein Baum, das ist also möglicherweise was anderes. Vorverarbeitung, wenn ich schnell sagen, er erkennt, irgendwas ist da. Ist was da? So, Segmentierung ist, er schaut, was ist da. Genau. Sieht es eher aus, also eingelernte Beispiele. Zum Beispiel. Dann merkt man die Reaktion, der guckt da halt, sieht es aus wie ein Gesicht, sieht es genau aus wie ein Ball. Genau. Classification ist dann quasi, es ist ein Gesicht und am Ende verfolge ich das. Und verfolgen kann gerade in der Objektorientierung so sein, dass wenn meine Bildverarbeitung einmal ein rotes Auto erkennt und sagt, ich habe ein Objekt und beim zweiten Durchlauf 30 Millisekunden später wieder ein rotes Auto erkennt, das ist mein zweites Objekt, de facto ist aber das gleiche. Ne? Da muss ich mir irgendwo eine Lösung für einfallen lassen, wie ich dieses Tracking interessanterweise etabliere. Ne? Nennen Sie jeweils genau eine positive und eine negative Auswirkung von ersetzender Assistent und wahrnehmender Assistenz auf den Fahrer. Ja? Jetzt muss man jetzt gucken, was das ist. Haben wir so drüber nicht gesprochen. Das ist tatsächlich auch eher so aus einem anderen Lehrbuch, in dem ich vor einigen Semestern, 2019 seht ihr ja da oben, das mal gemacht hatte. Können wir eigentlich ignorieren, haben wir so nicht drüber gesprochen. Und das werdet ihr auch in der Prüfung so haben. Über Dinge, die wir nicht angesprochen haben, werde ich auch keine Fragen stellen. Ersetzender Assistent heißt, der Fahrer ist nicht mehr, man braucht den Fahrer nicht mehr klar sein, zum Beispiel fürs Automatische einparken. Mhm. Ersetzender Assistent. Mhm. Und ein Warner Assistent ist zum Beispiel, dass ich zu dicht auffahre. Das macht sie sehr ganz gerne. Ich fahre zu dicht auf, aber verhindert erstmal so aktiv, dass ich da fand ich genau die Info. Genau. So hätte ich das jetzt. Ja. Guckt mal hier. Frage 10. Habt ihr ein Déjà-vu? Ja, also scheint wichtig zu sein, sich dieser Thematik hinzugeben, dass Radar eben durch Nebel gucken kann. Also wenn ihr nichts mitgenommen habt aus der Veranstaltung, wäre es mir ganz lieb, dass diese Information bei euch im Kopf ist. Und das sind natürlich nur einige Beispiele von den Dingen, die ich jetzt hier einfach mal so präsentieren und in den Raum werfen kann. Also würde ich ein Auto skizzieren, irgendwie andere Autos, die stehen und dann einfach melden und sagen, Wellen kommen zurück, erkennt Stau, hält an, Aufgabe erledigt. Ja. Ja. So würde ich das jetzt machen. Ja. Ich würde ein Auto, mit der die Strahlen nach vorne sendet. Ja. Also, ne, wir haben am Ende 60 Minuten Zeit, das ist nicht viel. Da muss ich einfach ein bisschen was abfragen an Basiswissen. Ich muss ein bisschen Transferwissen abfragen. Das ist einfach Stand der Technik. Und irgendwo dazwischen befindet sich die Wahrheit. Aber wenn ihr euch mit diesen Fragen, die wir jetzt hier haben, so ein Stück weit mit auseinandergesetzt habt und vor allem auch das, die Kniffe da drin identifizieren konntet, dann habt ihr eigentlich die halbe Miete schon erbracht. Alles andere ist dann irgendwie auswendig lernen oder entsprechende Interpretationen bringen. Denn das ist mir aufgefallen, als wir das mit dem Slido gemacht haben. Die werde ich übrigens, die Slido-Fragen, euch alle zur Verfügung stellen. Die kriegt ihr im Moodle dann als Link, damit ihr auf die Infografik kommt und auch auf alle diese Fragestellungen dann Zugriff habt. Wenn ich das mache, müsst euch klar sein, dass die natürlich dann nicht in der Prüfung klarerweise drankommen, aber so vom Gespür. Ne? Wie ist das mit dem War-Falsch? Wir hatten ja auch so ein paar diskussionsträchtige Fragen hier. Allein das ist ja schon Hinweis genug dafür, dass die möglicherweise so in der Prüfung nicht stattfinden werden. Dann, wer von euch hat schon mal eine Moodle-Prüfung geschrieben? Nicht alle, gut. Ich werde dann jetzt einfach mal ein Browserfenster nehmen, euch das mal anhand eines Beispiels, was definitiv jetzt mal nichts mit Automotive Systems zu tun hat, sondern es kommt aus Rechnerstrukturen, das habe ich heute Morgen bei den anderen auch gemacht. Das ist so eine Art Pseudoprüfung, aber da geht es jetzt in erster Linie nicht um den Inhalt, sondern um das Doing, damit ihr da nicht sitzt und plötzlich Panik bekommt, wie kann ich dieses System benutzen. Und das würde ich jetzt einfach mal nebenbei hier einbauen. So, jetzt muss ich diese ganzen Fenster hier mal so ein bisschen beiseite schieben. Schön. Irgendwo hatte ich hier einen Moodle. Da. Und dieses Moodle will, dass ich mich nochmal einlogge. Das ist ja nett.
Das machen wir doch gratis. Und dann gucken wir mal kurz hier in den Bereich. Wie gesagt, nicht traurig sein, das ist jetzt, na, das machen wir mal weg hier. Wo sind wir? Da. So, das machen wir weg. Und das Ding ziehen wir da jetzt mal hin. So. So und oder ähnlich wird das bei euch auch ausschauen. Wir haben ja diese ähnliche Struktur in den ganzen Moodle-Kursen mittlerweile, wo wir Vorlesungen, irgendwelche Terminkalender, Klausurvorbereitungen habe ich jetzt hier mal etabliert. Das kann ich euch in den Moodle auch reinpacken mit den Fragen von Rechnerstrukturen, damit ihr ein bisschen rumspielen könnt damit zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber per se ist es so, jetzt muss ich gucken, welche Rechte ich hier oben habe. Aber Kopfarbeiten ist immer doof. Rolle wechseln. Ja, nehmen wir mal Teilnehmer. Ne, dann sieht das nämlich für mich hier so aus. Ich habe hier so einen Bereich, bei euch heißt er dann Klausur. Ich werde aber auch mit euch ja im gleichen Raum sein, euch unterstützen können und so weiter. Dann gehen wir da gemeinsam rein. Dann wird irgendwie sowas wie das hier auftauchen. Ne, so eine Aufgabe und da steht dann Klausur. Und da steht auch unten drunter, die ist zu dem Zeitpunkt erst aktiv und da könnt ihr dann noch zu dem Zeitpunkt erst rein. Ich habe jetzt hier mal bewusst mich downgegradet vom Administrator in typischen normalen Menschen. Da sieht man auch schon, ich habe diesen Versuch heute schon mal gemacht. Unter normalen Umständen steht hier unten Test oder Prüfung starten. Oder ausführen, irgendein Wordlaut wird da benutzt werden. Ihr habt, by the way, wenn ihr Probleme mit dem Deutschen habt, hier oben auch die Möglichkeit, das Ganze in Englisch übersetzen zu lassen. Ne? Wenn es um die einzelnen vordefinierten Begrifflichkeiten geht. Dann sind wir in diesem Raum und sagen, jo, ab die Post, die Prüfung soll starten. Nun geht ihr alle in diesen Bereich rein, für euch natürlich einzeln und klickt hier irgendwie drauf. Dann kommt eine Aussage, dass diese Prüfung so und so lange dauert. Das kann jetzt 75 Minuten sein, weil ich gesagt habe, aufgrund der Thematik, dass irgendwie, weiß ich nicht, wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung geben müssen, weil technische Probleme uns einherholen oder. Sieht es am Ende als ein Geschenk an, ist egal, dann bestätigt ihr sozusagen damit, dass ihr diese Prüfung starten wollt. Es kommt dann seit aktueller Version noch ein weiteres Fenster, in dem ihr einen Haken setzen müsst, dass ihr diese Arbeit eigenständig abarbeitet. Also nicht als Konsortium und auch nicht im Discord geteilt mit 5 anderen Leuten und, sondern das ist eine eigenständige Arbeit, das quittiert ihr damit. Dann sieht das ähnlich aus wie hier. Vom Look and Feel. Erstmal ganz wichtig, wir haben hier oben eine Zeit. Oben rechts steht die Zeit, die Antwort, die Frage plus eben irgendwelche Punkte. Das ist eine Nonsensfrage, da gibt es keine Punkte drauf. Wir werden aber gleich weitere sehen. Diese Fragestellung, wie sie jetzt hier ist, illustriert euch eigentlich nur, dass ihr darin was rumkritzeln könnt. Also wenn irgendwie die Frage kommt, erklären Sie mal, wie die Welt funktioniert, dann habt ihr hier drin so ein Feld und könnt da drin tippern. Ne? In dem Fall kein Rich-Text-Format, nicht irgendwas Ablenkendes, dass ihr irgendwie nochmal Fettdruck und irgendwie Farbe ändern oder sowas, braucht ihr alles nicht. Rein klassisch von vorne nach hinten einfach was reinkritzeln. Ne? Wenn ihr ganz viel Platz haben sollt, weil ich das vorsehe, dann wird dieses Ding größer. Wenn ich sage, ihr braucht gar nicht so viel Platz, dann werdet ihr automatisch schon sehen, dass das entsprechend klein ist. Alle Themengebiete oder Sachverhalte sind in sogenannten Seiten hinterlegt. Das heißt, wenn ich euch zum Thema ACC was frage, dann sind da erstmal 4, 5, 6 Fragen zum Thema ACC auf einer Seite. Und wenn ich die nächste Seite nehme, kann es irgendwas anderes sein. Aber von der Art und Weise der Zugehörigkeit sind die dann zusammengehörig. Ihr müsst also jetzt nicht jede Frage auf einer neuen Seite ankreuzen. Gerade bei den Ankreuzfragen ist das dann doof, weil ihr klickt dann immer nur durch. Wenn ihr erstmal 5 Fragen irgendwo habt, mit einem klassischen Notebook oder iPad oder was auch immer ihr das dann nehmen wollt, kriegt man die ganz gut auf dem Bildschirm dargestellt, dass man noch untereinander 2, 3 Fragen hat. Wie gesagt, wichtig, das dort oben ist eure individuelle Zeit. Wenn ihr, ich sage jetzt mal 11.30 Uhr startet, dann habt ihr eure 70, 75 Minuten, die da runterzählen. Wenn ihr 11.36 Uhr startet, habt ihr auch eure 75 Minuten, die runterzählen. Es gibt so ein bisschen Karenz und das ist ein Würfelwurf von mir, das ist jetzt nicht vordefiniert, dass ihr da jetzt noch mitspielen könnt, um maximal das auszureizen.
Die Prüfung wird am Ende ab einem bestimmten Zeitpunkt sowieso abgegeben. Und nach diesen 75 Minuten plus einem Offset von 2-3 wäre dann auch effektiv Schluss. Ob da bei euch jetzt noch Zeit steht oder nicht, ist dann unerheblich. Das ist nur die Darstellung, die dann hier gewählt wird. Das ist also ein überschreibendes System. Ansonsten könnt ihr euch daran orientieren. Wenn da jetzt eure Zeit dort runterredet oder runterfährt, die seht ihr ja da gerade, dann ist das gut. Die gibt die dann auch automatisch ab, wenn die Zeit beendet ist. Ja, gibt die automatisch ab. Wir kommen gleich noch zu dem Punkt, wenn ihr das selber machen wollt. Weil ihr frühzeitig fertig seid, ihr wollt nach Hause, keine Ahnung, zwei Startups gründen oder so. Ne? Dann kann das sinnvoll sein, früher abzugeben. Ein ganz wichtiger Punkt neben dem Ganzen ist auf der linken Seite, auf der nächsten, wenn ich auf die nächste Seite klicke, müsst ihr mal nach links gucken, da wird eine ganz wichtige Information für euch offenbart. Ansonsten jetzt hier mehr rechts, da seht ihr erstmal illusorisch ein Stück weit euren Namen, ne? Vielleicht ein Bild hinterlegt habt, auch ein Bild dazu und diese Karten. Und diese Karten sind für euch so im Nebenaspekt ganz, ganz wertvoll, denn aktuell sind die alle weiß. Wenn ihr etwas beantwortet habt, von mir aus auch mit irgendwas Nonsens, was da jetzt drin steht, und wir gehen auf die nächste Seite, dann hat das System diese schon eingegraut. Das heißt, ihr habt eine Antwort gegeben. Ob die richtig ist, das sagt euch das System nicht, aber ihr habt was gemacht. Und bei 20, 30, 40 Fragen, die da auf euch reinprasseln, ist es visuell eine ganz angenehme Sache zu sehen, wo habe ich schon meine Antwort gegeben, wo habe ich sie möglicherweise noch nicht gegeben. Ne? Die Dinger jetzt hier sind Multiple Choice. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mehrere Dinge anzukreuzen. Und wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wenn man hier nämlich Frage 3 betrachtet, erreichbare Punkte 2. Wie viele Möglichkeiten sollte man dann ankreuzen? Bitte. Oh, und dort oben, wie viele sollte man da ankreuzen? Also ist einer zu viel. Gut, aufgepasst. Ne? Also ihr könnt auch ein bisschen Schweinchen schlau spielen. Da möchte ich natürlich euch noch die Hints und Tricks zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt hier irgendeinen Bullshit angekreuzt. Das geht einfach nur zur Illustration. Ne? Mache ich mal weiter. Nächste Seite. Jetzt habe ich hier natürlich diese schönen Graustufen. Und wenn ich sage, naja gut, zur Aufgabe 2, ich bin jetzt durch, ich möchte Aufgabe 2 einfach nochmal kontrollieren, ob die richtig ist, kann ich natürlich auf der unteren Seite immer wieder Seite zurück, Seite zurück. Oder das Ganze direkt hier wie so ein Ding ankreuzen. Und dann nochmal am Ende der Prüfung gucken, ob ich das alles richtig gemacht habe. So eine Frage kommt ja aus meinem Bachelor auch mit Antworten. Ja. So, dann hier auch mal irgendwelche Aussagen, die man treffen muss. Wir hatten es gerade tabellarisch. Ne? Ist das jetzt eine Sicherheitsfunktion? Ist es eine Komfortfunktion? Ist es ein Assistenzsystem? Ist es ein Automatismus? Ist es irgendwas? Das kann ich natürlich auch mit dem Dropdown machen. Ne? Und dann wählt ihr das für jedes einzelne der Elemente aus. Mache ich auch mal hier. Das andere lasse ich mal offen. Und hier unten schreibe ich, keine Ahnung, Hallo rein. Und hier ganz unten mache ich auch nochmal irgendwo einen Haken hin, von mir aus zwei Stück. Und jetzt beachten wir gleich bei dem Wechsel der Seite mal folgender Darstellung hier, denn das ist das, was man auch noch erreichen kann. Das dort so komische, ich bin farbenblind, das ist rot wahrscheinlich, ne? Mhm. Rote Pfeile. Siegtreffer bei dem einen oder anderen Spiel. Ne, das illustriert mir, ich kann da auch mit der Maus mal drüber hovern, dann seht ihr das automatisch, eine unvollständige Antwort. Das heißt, ihr habt zwar eine Antwort gegeben, aber die ist noch nicht vollständig. Das soll euch Hilfestellung leisten, dass ihr vielleicht noch was vergessen habt. Ne? Also es soll euch eher unterstützen. Und wenn das der Fall ist, naja, dann geht ihr da nochmal zurück, guckt euch das an und sagt, ach ja, hier ist ja noch was auszuwählen, das packe ich mal weiter und gehe wieder zurück auf die nächste Seite und merke, ach, bei 5 ist auch noch was falsch. Ne? Gehen wir auf die Drag-and-Drop-Geschichte. Es ist unerheblich, ob ich es in ein Textfeld übertrage, ob ich es in ein Bild übertrage, an eine ganz konkrete X- und Y-Position. Ich habe hier unten mehrere Auswahlmöglichkeiten, die ich hier per Drag-and-Drop platzieren kann. Nehme ich die und packe die irgendwo in den luftleeren Raum, kommt die automatisch wieder runter. Wenn ich hier drüber hover, wird das jetzt bei mir beim OS irgendwie so gehighlightet. Das kann bei euch anders aussehen und dann ist das da drin. Wenn ich merke, nee, das ist falsch, ich muss das ändern, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich nehme eine andere Aussage und lege die da drüber und dann ist es die neue. Oder ich ziehe dieses Ding einfach wieder raus in den luftleeren Raum und dann ist es auch weg. Also von der Usability eigentlich relativ straightforward. Man muss sich dann halt nur entscheiden, welche das korrekte Aussage ist. Bei Single-Choice-Fragen, War-Falsch-Fragen, das gleiche Spiel in grün, da gibt es eine Aussage und darunter gibt es entweder kreuzt das mit Ja an oder kreuzt das mit Nein an. Ne?
Bei einer Single-Choice-Frage, ähnlich wie schon mehrfach illustriert, da ist eine Fragestellung, es gibt nur eine richtige Antwort, wir wählen die aus, also das klassische Funktionsprinzip, wie wir das mit Slido kennengelernt haben. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du adressiert hast. Jetzt können wir ja alle stehen und 52 Minuten ins Nichts gucken, bis der Automatismus tatsächlich diese Prüfung automatisiert abgibt. Oder, wenn wir fertig sind, das selber machen. Da haben wir unten die Möglichkeit auf Versuch abschließen oder letztendlich Klausur abschließen würde da wahrscheinlich stehen. Und dann habe ich hier so eine schöne Übersicht und dann habe ich aber noch nichts gemacht. Also sollte der Fall eintreten, ihr seid der Meinung abgegeben zu haben, meldet euch bitte, ich komme dann zu euch mit dem iPad in der Hand, gucke, ob ihr euch tatsächlich alles erfolgreich abgegeben habt und dann könntet ihr gehen nach der Bestätigung. Davor sicherlich auch möglich, aber mit der Bestätigung geht es auf beiden Seiten tatsächlich angenehmer. Ne? So, ich könnte jetzt sagen, zurück zum Versuch und lande wieder auf der letzten Fragestellung. Das ist nicht so schön, weil ich möchte ja eigentlich abgeben. Also gehe ich hier unten auf Abgeben. Drücke ich mal drauf und es ist noch nichts passiert. Wenn ihr da aus Versehen draufklickt und ihr seht dieses Fenster, durchatmen, vorsichtig mit dem Cursor von diesem blauen Element weg, hin zu dem Abbrechen. Und schon seid ihr wieder im Bereich, wo alles gut ist. Wenn ihr euch aber hundertprozentig sicher seid, besser wird es nicht, oder es ist schon eine 1, dann ist das auch ein valider Mechanismus, hier unten auf Abgeben zu drücken, nochmal auf Abgeben und dann sieht das etwa so aus. Ne? Dann Patschehändchen heben, dann komme ich zu euch und gucken wir nochmal, ob das alles geklappt hat und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, dann auch gehen. Wenn irgendwie eine Frage aufkommt, die ihr nicht versteht, oder eine Antwort dort existiert, die widersprüchlich ist oder die ihr nicht versteht, dann meldet euch. Dann komme ich zu euch und dann reden wir darüber. Wenn es klar ist, dass ich ein Problem erzeugt habe, also die Fragestellung blödsinnig ist, dann wird das Schlimmste sein, was passiert, dass ich nach vorne gehe und sage, guckt mal bitte diese eine Frage dort, da ist das und das gemeint, nicht das und das, um euch so ein bisschen insgesamt zu unterstützen. Die Problematik, die mit einer solchen Prüfung einhergeht, ist, dass alles geschaffelt ist. Wenn also bei eurem Sitzpartner die Aufgabe 1 eine konkrete Fragestellung ist, ist es bei euch vielleicht Frage 7 oder Frage 12 oder zwar Frage 40. Und wenn die validen Ansatz- oder Auswahlmöglichkeiten A, B, C, D, E, wenn da A richtig wäre, kann es auch sein, dass bei einer gleichen Fragestellung, die nur in unterschiedlicher Position geschaffelt worden ist, Antwort C richtig ist. Ne? Also so einen langen Hals machen, ich habe schon sehr lange Hälse gesehen in Prüfungen, by the way, macht da leider keinen Sinn. Versucht dann wirklich nochmal in Ruhe durchzuatmen, konzentriert euch auf das, was ihr gelernt habt und entscheidet möglicherweise dann ganz bewusst oder auch unbewusst, nimmt einen Würfel mit, wenn es notwendig ist, um euer Schicksal heraufzubeschwören. Das sind alles valide Sachen. Nur Dinge wie Taschenrechner, Handy, Smartwatch und so weiter und so fort sind natürlich nicht erlaubt und ich bin in den meisten Fällen hinter euch, im wahrsten Sinne des Wortes stehe ich voll hinter euch, damit ich euch auf die Bildschirme gucken kann und da jetzt nicht irgendwelche bösen Sachen erscheinen. Ne? Also ein Täuschungsversuch, soweit ihr jetzt gekommen seid, das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten ziemlich blöd und bitter. Lasst es nicht so weit kommen, ich denke, wir haben uns da gut vorbereitet drauf. Das ist aber erstmal so das Doing mit so einer Moodle-Prüfung. Per se relativ schön. Es ist klar strukturierbar, man hat da die Möglichkeit, vor allem auch relativ schnell Antworten gegenzuchecken. Und bevor die Frage aufkommt, nein, ich verlasse mich auf kein technisches System. Dafür habe ich viel zu viel Sicherheitstechnik in der Vergangenheit gemacht. Ich kontrolliere jede einzelne Aufgabe auch nochmal mit meinen Augen, mit meinem Augenpaar sozusagen. Und wenn wir den 16. jetzt nehmen und ihr schreibt um 11.30 Uhr diese Prüfung, nur mal by the way, dann habt ihr um 15 Uhr, 16 Uhr habt ihr eure Ergebnisse. Ich bin da immer sehr fix, weil für mich auch die Erstellung der Prüfung, das ist nicht weit zurück. Ich weiß, was ich wollte, ich kann das relativ schnell korrigieren. Dann landen diese Elemente in der Prüfungsverwaltung. Dann gibt es auf dem Discord und auch vor allem in Moodle eine Rundmail, in dem steht dann drin, ich habe eure Prüfungsleistungen eingetragen. Wenn ihr dann damit zufrieden seid, schön, bin ich es auch. Wenn ihr sagt, ne, das kann ja nicht sein, ich war viel besser, dann haben wir noch einen Termin, der nennt sich Klausureinsicht und den können wir auch wahrnehmen.
Wenn ihr aufgrund von irgendwelcher Anreise oder wie auch immer Probleme habt, diesen Klausurtermin oder Klausureinsichtstermin real wahrzunehmen, dann können wir das auch online machen. Mir ist es egal, ob ich euch meinen Bildschirm zudrehe mit euren Antworten und wir darüber diskutieren oder ob ich euch in einer Big Blue Button Session den geteilten Bildschirm präsentiere mit euren Antworten. Da haben wir also kein Problem. Und? Kommt immer mal vor, einige wollen es dann genau wissen, andere sind mit einer sehr guten Note auch zufrieden. Das will ich aber auch niemandem irgendwo zu- oder absprechen. Das sind Dinge, das müsst ihr individuell gestalten. Klausur, Einsichtstermin steht, glaube ich, im Prüfungsplan. Ne? Gibt es, glaube ich, schon einen Termin für. Müsste auch, glaube ich, relativ kurzfristig danach sein. So, und dann ist es das. Dann habt ihr am Ende eure Prüfungsleistung inklusive eurer Hausaufgabenleistung. Und da muss ich noch eine Kleinigkeit zu sagen. Natürlich gibt es immer Möglichkeiten, etwas auf das Hundertste und das Tausendste herunterzubrechen. Macht da keine Doktorarbeit draus. Ich habe mich eigentlich bemüht, es so einfach wie möglich zu formulieren. Aber klar, wenn man eine Idee hat, dann sieht das mit der Umsetzung manchmal noch etwas anders aus. Ihr sollt ein Konzept ausarbeiten, wo ihr unterschiedliche Programmiersprachen, Tools oder ähnliches zur Hilfe nutzen könnt. In erster Linie ist aber die Umsetzung des Konzeptes für mich relevant, damit ich einen Haken drunter setzen kann, dass ihr das Thema ACC verinnerlicht habt. Weil da dreht und wendet sich ja relativ viel auch in dieser Veranstaltung. Und da sind wir auch ehrlich, es gibt in dem Kurs ziemlich viele Leute und es sind ziemlich wenige immer hier und auch online ist das manchmal nicht so gefüllt. Die kann man natürlich nochmal extremst ärgern mit so einer Hausaufgabe, die gar nicht böse gemeint ist, dass dann irgendeine Voraussetzung fehlt. Denn wer gut mitmacht über das gesamte Semester, der soll am Ende natürlich auch entsprechend belohnt werden. Ne? Gibt es da eine Note und einen Bestand und einen Bestand? Ich werde da eine Note für vorsehen. Dazu aber noch eine Kleinigkeit, wenn ihr zwischen zwei Noten steht. Es gibt im Prüfungsausschuss und überall immer diese Aussage 70-30, 60-40 oder wie auch immer die Gewichtung ist. Wenn ich merke, dass im Kurs sechs Leute irgendwo auf einer Kippe stehen, wenn ich eine Frage, die ich vielleicht sehr forsch oder sehr hart formuliert und auch ausgewertet habe, wenn ich die etwas entschlacke, ist der Hebeleffekt natürlich auf einmal da, der betrifft aber alle. Ich habe aber zwei Möglichkeiten. Ich kann eine Frage anders gewichten, ich kann aber auch sagen, weißt du was, die Prüfung, die gewichte ich, weil die meisten von euch da so gut gewesen sind, jetzt nicht mit 70%, sondern mit 72% und dafür die andere ein bisschen weniger oder andersrum. Ich will keinen Durchfall, also ich möchte nicht, dass ihr durchfallt, das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht und von daher ist das so ein bisschen Schwungmasse, die man hat. Ne? Okay, aber nur Konzept, also ja. Struktur, glaube ich, reicht völlig aus. Ja, letztendlich ein Konzept, wenn du es irgendwo beweisen möchtest, mit du hast eine mathematische Formel und gibst da zwei, drei Elemente vorne rein und beweist, dass das funktioniert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja, das ist also Strukturgramm reicht, kurz beschreiben, was man denkt. Ja, genau, also, es ist kein Hexenwerk. Es muss auch keine Form haben, kein Deckblatt. Nein, muss nicht. Sondern es ist schön, wenn deine Matrikelnummer draufsteht, damit ich es zuordnen kann. Wenn du deinen Namen richtig schreibst, gibt es keine Extrapunkte, wäre aber trotzdem von Vorteil. Und ich muss die Zuordnung haben. Und das hefte ich dann weg. Und da gibt es dann von diesen paar Prozenten, die das Ganze ausmacht, eben entsprechend viele. Und dann packe ich das in meine Excel-Tabelle rein, rechne die Endnote raus und habe dann genug Hebelwirkung, um möglicherweise Schlimmeres präventiv behandeln zu können. Okay, also reicht auch eine Seite, zwei ja. Seiten. Ja. Und sollte wirklich... Also Krankheit, ne, wenn ihr krank seid, holt euch eine Krankmeldung, gar kein Problem. Ich handhabe das ganz oft so, dass wir dann nochmal ganz kurzfristig irgendwie in uns gehen, eine mündliche Prüfung schnell machen oder irgendwie eine anders gestaltete Prüfung schnell konzeptioniere, damit ihr an einem anderen Termin auch zu eurem Recht kommt. Ihr müsst also dann nicht das gesamte Jahr oder sowas darauf warten. Wenn es mehrere betrifft, ist es natürlich idealerweise, es abzusprechen, wann wir nochmal so eine Pseudoprüfung oder eine reguläre Prüfung danach machen, aber da lasse ich euch nicht hängen. Und ne, falls da irgendwelche Probleme existieren, ich sehe es ja am Ende dann anhand der Endnote, ich sehe es definitiv am Ende dann auch nochmal nach der Basarrunde. In der Vergangenheit hilft Basarrederei eigentlich relativ wenig, wenn ich der Meinung bin, dass das eben keine Punkte wert ist, kann man viel diskutieren,
Aber es soll auch schon mal vorgekommen sein, dass man da nochmal was rausgequetscht hat können. Aber dann ist das etwas, was für alle gilt. Ne? Und ich merke, okay, es macht irgendwie Sinn, was derjenige sagt, dass das da zwei Möglichkeiten sind, die richtig sein könnten. Und du bist nicht der Einzige, der darum irgendwie leidet. Dann ändere ich das in Moodle bei der Auswertung, drücke viermal auf OK und dann rechnet er mir automatisch für alle die neue Note aus und ist gut. Ne? Aber eigentlich sind das Prozesse, die sind gar nicht so gut. Sind denn noch Fragen von eurer Seite offen, die dafür Sorge tragen, euch gut ins neue Jahr geleiten zu können und vor allem auch die Angst zu nehmen, dass das irgendwie ganz böse wird? Also einiges habt ihr jetzt mitbekommen. Ich denke, die Slido-Fragen, die geben dann auch noch mal ein bisschen Aufschluss. Die lade ich euch noch hoch. Und dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Satz gemacht. Hausaufgabe war ja bis Freitag raus. Ja, genau. Und wenn ihr es unbedingt wollt, dann kriegt ihr es auch noch bis Heiligabend. Aber ne? Auch zwischen dem 23. und dem 24. um na okay, 10 Uhr bis, aber bis, ob das bis zum 24.12. 10 Uhr noch so viel mehr wird, weiß ich auch. Aber jetzt ist hier ein Scherbild, ich habe ja so gesehen, ich dann müsste dann wegkommen. Macht da keinen Hexenwerk draus. Ich freue mich, wenn es da Leute gibt, die auch mal mit MATLAB Simulink irgendwas machen wollen. Ich freue mich, wenn es Leute gibt, die dann auch Dinge, die schon irgendwo in Examples existieren, weiter zu verwenden oder einfach auch zu demonstrieren, dass es so und so gehen kann. Setzt natürlich voraus, dass man sich etwas intensiver dann damit beschäftigt. Ich habe schon Ergebnisse gesehen, das war mit Python irgendwas runtergerocktes. Also das ist der Weg, das Ziel. Ne? Also wirklich die konzeptionelle Art und Weise, wie man sich das vorstellt, denn daraus kann ich wiederum eine Menge ableiten, ob ihr das verstanden habt, was da relevant ist, in so einem regelungstechnischen System, wenn es um Automotive geht oder eben nicht. Ne? Denn Safety ist hier ein ganz großes Thema. Das Auto soll idealerweise nicht jemanden totfahren und schon gar nicht denjenigen, der das Geld bezahlt hat. Und das kann man da ganz gut einsetzen in dem Konzept. Gut, weitere Fragen? Ansonsten habe ich dann noch eine Kleinigkeit. Die hat das mit Evaluation zu tun, weil du es vorhin ja so schön angesprochen hast. Ich habe nochmal schnell geklickt, ich weiß nicht, ob du was gebracht hast. Nee, ich glaube, ich habe noch die alte Version jetzt hier, aber anyway, wir sind ja dazu verpflichtet, also wichtig, nochmal so als zur Kenntnisnahme, wir als Dozenten sind dazu verpflichtet, mit euch die Evaluationsergebnisse zu besprechen. So, hier. Und die Evaluationsergebnisse kriegen wir wie folgt. Das ist mir jetzt nicht peinlich, deswegen soll das von mir aus auf YouTube landen, das ist egal. Wir sehen hier erstmal meinen Namen, den kennt, glaube ich, auch jeder. Das ist also zugeordnet, das Fach. Entsprechend müsste es hier irgendwo stehen. Ja genau, Automotive Systems, Wintersemester 22/23. Ist also nichts Geheimnisvolles. Interessant wird es hier. Also, von der Truppe, die hier drin ist, wir können jetzt durchzählen, aber ich würde behaupten, diejenigen, die tatsächlich hier gewesen sind, haben auch evaluiert, 12 Stück an der Zahl. Es sind ein paar mehr im Moodle eingetragen, die die Prüfung schreiben wollen, ob die irgendwann erscheinen oder nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schienen die nicht evaluiert zu haben. Der Mittelwert der Gesamtveranstaltung liegt so zwischen 1,0 und 2,0, ziemlich genau bei 1,6, wenn man es sehen möchte. Das ist so der erste Ansatz, wo man als Dozent auch sagt, ja, okay, jetzt bin ich erstmal besänftigt. Und dann geht man durch diese vielen Fragestellungen durch, die man natürlich ein bisschen besser und ein bisschen weniger stark gewichten kann. Ne? Da seid ihr der Meinung gewesen, dass das wohl durchaus erstmal ganz okay gewesen ist. Es gab auch Leute, die irgendwo mal eine 4 angekreuzt haben, aber so prozentual geht es irgendwo in den linken Bereich hinein. Also ist jetzt kein großartiger Ausreißer. In der Lernveranstaltung habe ich Inhalte gelernt, die mich begeistern. Es gibt doch mal jemanden, der sagt, nö, überhaupt nicht. Ne? Aber das hast du überall. Das ist ganz Standard. So ein gewisses Rauschen ist da ganz normal. So, wie viele Stunden, das ist für mich eine wichtige Sache, neben der Raumgröße, die natürlich ganz, ganz wichtig ist, zu gucken, wie viel musstet ihr innerhalb der Woche eben nochmal dazu bringen. Wenn das so irgendwo unter einer Stunde, ein bis zwei Stunden ist, wo es knapp 50-50 ist, dann ist das eigentlich der Sweet Spot. Dann ist das, wo ich eigentlich hin möchte. Das ist gerechtfertigt durch diese 150 Stunden Workload mit irgendwie einer Hausaufgabe, mit irgendwie einer Nachbereitung oder wie auch immer, da passt das ganz gut. Ne, die Ausstattung des Raumes ist angemessen, das ist auch eine ganz wichtige Frage, die by the way auch extremst viel mit mir als Dozenten zu tun hat. Ne?
Gruppengröße das gleiche, also dass da 100 steht, finde ich super, aber Aussagekraft ist gleich 0. Das ist uns klar und das ist auch euch klar. Ich beurteile die Lehrqualität in dieser Veranstaltung insgesamt als gut, nicht als sehr gut, sondern als gut. Also wir haben Potenzial nach oben und das ist auch das, weswegen man es macht. Dann gibt es hier noch ein bisschen Statistik, das ist das gleiche in grün, sieht nur anders aus. Ja, ich Balkendiagramme und kann das entsprechend irgendwie nochmal anders gegenüberstellen, aber letztendlich sind es die gleichen Aussagen, wie wir sie gerade eben hatten. Und weil Statistiker irgendwie gerne unterschiedliche Diagramme für den gleichen Käse darstellen, hier auch nochmal diese Linie. Ne? Wenn ich also möchte, dass das alles hier an dieser Ecke langläuft, dann habe ich hier noch ordentlich Potenzial, ich habe hier noch ordentlich Potenzial, hier ebenso, genauso, genauso, genauso. Der für mich viel spannendere Part, und da erwarte ich eigentlich das Gleiche wie die Jahre zuvor, ich quassel zu viel oder mache zu viel Off-Topic, das sind dann die Bereiche, die hier von euch dann auch schriftlich verfasst worden sind. Das ist immer unterteilt in gefiel mir gut, gefiel mir gar nicht und was hat dazu beigetragen, dass ich trotzdem zum Erfolg gekommen bin. Ja? Gefiel mir gut, das ist immer schön, das geht runter wie Butter, praktische Beispiele, Besuch am Fahrzeug wurde gut gemacht, Fragen im Plenum und so weiter und so fort, Realitätsnähe, Themen wurden wirklich deutlich gemacht und waren hilfreich. Dann hier auch mal in Englisch, danke an die Kollegen. Der fette Benz, der war gut. Slido-Umfragen waren irgendwie eine schöne Sache. Also nicht wirklich was mir jetzt unerwartet wäre. Ne? Die schönen Sachen kommen jetzt. Was war scheiße? Folgende Verbesserungsvorschläge. Natürlich konstruktiver Natur formulieren. Slido öfter einsetzen. Ja. Das kann einem gut die ein oder andere Wochenenden kosten, da entsprechend immer auch die Fragestellung vorzubereiten. Aber bin ich dran, regelmäßig sukzessive das Thema Slido weiter in der Veranstaltung zu etablieren, Hausaufgaben früher ansetzen, jawohl. Das geht natürlich zum Semesterende mit euren ganzen Abgaben einher, das ist natürlich blöd. Vorausfallende, woanders stattfindende Veranstaltungen früher ankündigen, auch das ist ein Punkt, das muss man sich dann einfach annehmen, diese Kritik. Deutlicher machen, wo man auf den Folien ist, alles klar, dann kann man da Lichtschwert oder was auch immer projizieren. Es gibt ja entsprechend auch irgendwie Präsenter, die man da nutzen kann. Ich muss dann gucken, wie das mit dem Hybridaufbau tatsächlich dann technisch auch umsetzbar ist. Eventuell ein bisschen weniger Klischees hier, ne? Zerlabert, das habe ich fast erwartet, dass sowas kommt. Ich hätte mir mehr Signal als mehr Noise während der Vorlesung gewünscht. Das ist super gut, wenn jemand diese Begrifflichkeiten schon kennt, dann ist diese Kritik äußerst gerechtfertigt. Ist ein Thema, was sehr emotional ist, ist klar, ist ja auch mein Lieblingsthema. Ich möchte gerne, dass es in Zukunft 2 oder 3 Hausaufgaben gibt. Das ist auch eine sehr konstruktive Kritik. Also für den oder diejenigen, die das geschrieben haben, das sind halt Sachen, die helfen wirklich. Das ist jetzt nicht so im luftleeren Raum, sondern da hat man jetzt wirklich auch mal Ansatzpunkte, Ansatz- oder Anknüpfpunkte, an denen man sich da zerreißen kann. Also offered in English, this would be great. Ja, kriegen wir sicherlich auch hin, multilingual hier einzubringen, der Klausurtermin früher machen und ja. Ja, gut. Was habe ich zum Lernerfolg beigetragen? Ne, drüber nachdenken und also Spaß, komplexe Dinge, irgendwo Sachverhalte haben wir hier, mehr Präsenz und Teilnahme in einigen Fragen und nochmal ja. Also, weniger Klischees einspringen, hä? Ja, weniger Klischees. Steht so im Raum. Habe ich wohl gemacht. Muss ich abstellen. Ne? Also grundsätzlich erstmal nichts absolut Kriegsentscheidendes, wo ich jetzt die ganze Nacht drüber weinen müsste. Das sind die Klassiker, das ist ein Stück weit Charakter. Ich meine, ich lebe dieses Thema, ich finde das super genial und das ist einfach in den letzten Jahren, Zehnten mein Steckenpferd gewesen, die ganze Automatisierungstechnik, die dahinter steht. Dann kann man auch mal ausschweifend sein. Wenn ihr aber die Prüfungsfragen sehen werdet und oder die Zeit danach, werdet ihr merken, dass auch in diesem Geschwafel oder als Identifikation von Geschwafel einiges enthalten gewesen ist, das man vielleicht auch nochmal anwenden und gebrauchen kann. Also insofern braucht sich keiner schämen und auch hier, egal wer da was geschrieben hat, ob nun konstruktiv etwas ketzerischer geschrieben oder eben spaßeshalber, das macht mich jetzt nicht traurig. Es ist eher schön, dass überhaupt eine Evaluation zustande gekommen ist, dass es Dinge gibt, die man einfach verbessern kann, denn viele dieser Teile, die ich hier gerade sehe, lassen sich sehr, sehr einfach verbessern. Ja? Und so könnt ihr natürlich davon nicht mehr profitieren, aber die Generationen nach euch. Ja, und jetzt habe ich noch das Letzte. Und das ist das klassische One More Thing, denn jetzt muss ich ja nochmal was sagen. Ich muss mich nämlich ein Stück weit bei euch bedanken. Und das zum einen, dass ihr so
zahlreich erschienen seid, trotz dessen wir hier die Möglichkeiten hatten, auch eine Hybridisierung zu etablieren. Es geht natürlich auch an euch, die jetzt online dazu geschaltet sind. Dass ihr regelmäßig erschienen seid, ist keine Selbstverständlichkeit im Studium generell, weil niemals gibt es eine Verpflichtung, überhaupt zu erscheinen. Es macht es aber für beide Seiten deutlich angenehmer, mit jemandem zu diskutieren, sich auch vielleicht mal zu reiben. Also von daher großes Kompliment an euch, dass wir auch über Kritiken, die ja hier auch schwarz auf weiß sind, offen reden konnten, fand ich auch ganz, ganz befriedigend dieses Semester. Und ich habe eigentlich, das sage ich wirklich nicht einfach nur so, sondern es hat mir persönlich extrem viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Es war ein schönes Semester, es war wirklich ein sehr anstrengendes Semester mit vielen Dingen, die da so parallel im Hintergrund haben stattfinden müssen. Vielen Dank auch nochmal, dass du das mit dem Auto in die Wege geleitet hast und so weiter. Also ich rufe auch Papachen nochmal an. Ich habe auch schon eine Grußkarte geschrieben, von der Präsidentin unterzeichnen lassen. Also da gibt es noch was. Das sind alles so Kleinigkeiten, die, glaube ich, dazu beigetragen haben, dass wir hier eine schöne Zeit verbracht haben. Und die ist ja noch nicht vorbei. Wir treffen uns mindestens noch einmal zur Prüfung. Und wen es stark interessiert, vielleicht auch nächstes Semester nochmal in einer anderen Veranstaltung, die Simulation und Verifikation, die ich halten werde. In der geht es ein bisschen um andere Thematiken, vor allem eben um auch das Testen auf Systemebene. Wer da Bock hat, in diesen Bereichen sich so ein bisschen zu bewegen, der ist da herzlich eingeladen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen, vielen Dank für die schöne Zeit. Hat mir viel Freude bereitet. Viel, viel Glück bei allen Prüfungen, die ihr außer meiner habt, weil da braucht ihr kein Glück für. Und schönes Weihnachtsfest. Genießt es, auch wenn das von dieser Seite des Tisches ganz angenehm unüberlebten gibt. Ich weiß, ihr müsst viel vorbereiten, aber versucht es mit der Familie irgendwie zu genießen, einen ganz angenehmen und schönen Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund wieder. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich am 16. um 11 Uhr irgendwas für die Prüfung. Bringt euren Rechner mit. Raum werde ich noch zur Verfügung stellen. Es wird aber wahrscheinlich sogar dieser hier sein. Ne? Also es findet hier zu dem Zeitpunkt keine weitere Prüfung statt, also können wir diesen hier höchstwahrscheinlich nutzen. Ansonsten guckt nochmal in Moodle rein, Last-Minute-Changes sind immer möglich, aber das werde ich frühzeitig dann auch kommunizieren. Lange Rede, kurzer Sinn, schönen Feierabend, wir sehen uns nächste Woche nicht, es sei denn, ihr wollt es online. Und wie gesagt, schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Erfolg im Studium und ganz viel Freude bei der Prüfung dann Automotive Systems Mitte nächsten Monats. Dankeschön. So, dann für dieses Jahr das letzte Mal auf Vorlesung beenden drücken. Das ist toll. Na komm.